Willkommen im Stream! Er antwortet nicht. Ja, Freunde, ich fange nie an zu streamen. Genieß doch einfach den Musikstream. Das ist doch auch was Gutes, oder? So ein bisschen Mucke hören, mit Leuten schreiben, Ava Max in gezeichneter Form sehen. Das könnte ich den ganzen Tag so an sich machen. Aber Freunde, Spaß beiseite. Denn jetzt wird ziemlich ernst. Wir reden über Mario Maker Level und das ist immer ein sehr, sehr ernstes Thema, muss man an der Stelle mal sagen, ne? Freunde der Sonne, einen wunderschönen guten Abend! Und damit grüße ich Stefan Moser, Miepi, darf ich dein Bart kraulen? 24-7 darfst du das machen, klar. Lil Urgel, Hühnchen, Bastian, ich bin Brot, L&K Kochtipps, Cornelia, Nintendo, Tommy, Yannick, Darkloid, Johanna, Flosi, Julian, Christopher, Jasmin, Sydney, Best of Jojo, Macronic, Iole, Candy, Han Solo, GCR, Julian, Levin, Maximale, Nancy, Felix, danke für die ganzen Giften-Zaps vor dem Streammeister, vielen Dank für den Support an der Stelle. Wer ist noch da? Epub, der Name ist mir zu kompliziert, ich grüße dich, Speakermann, Dankeschön für den Euro, vielen lieben Dank. Randale, Ralf, ey, dann sage ich mal willkommen auf dem Channel, schön, dass du hier bist. Heute arbeiten. Yo!
Alter, ich hoffe, du hast einen guten Arbeitstag an der Stelle. Epic Orchester, danke für dein Abo. Ferdi, ich grüße dich. Julie, einen wunderschönen guten Abend. Und Danny ist seit 2 Monaten dabei. Danny, vielen Dank für den Support, ne? Und Speakermann, dankeschön für den Euro, Maestro. Vielen lieben Dank. Ich wurde gegrüßt, übrigens, ich bin Brot, nicht du. Dollar ist ein taubes Nüsschen, ein Euro. Ich hab doch gesagt, oder nicht? Warum entfernen alle Desinfektionsmittel 99,99% Bakterien und Viren, aber nicht 100? Weil 0,01% Survival of the Fittest ist. Die halten noch das aus. Vandal, was geht? Junge, die süßeste Maus überhaupt. Martin, bitte, Freunde, bitte keine Level-Codes in den Chat. Bitte keine Level-Codes in den Chat, sondern dritter Link in der Beschreibung. Im Chat wird nichts wahrgenommen. Und ja, sobald einige Mods da sind, werden eure Nachrichten gesperrt und dann ist wieder das Geheule groß. Slicy, ey, danke für 19 Monate. Danke für den Support, was geht? Und Spackbo auch am Start. Spackbo, neues Video gestern von dir und mein Abend war schön, Meister. Tabea, ich grüße dich doch. Ich bin später aktiv im Chat, muss gerade für Povi-Abi hustlen. Alles easy. Und dann musst du hustlen bis zum Mount Everest. Das ist wichtig. Hast du mich schon vermisst? Danny, natürlich. Schön, wieder das, schön, dass du wieder back bist. Weil du hast gerade eine Nachricht geschrieben. Na, eigentlich schon länger, bin halt kaum noch auf YouTube. Bro, alles easy. Freue mich, dass du heute Abend dabei bist. Ich bin froh, dass es gestern wieder schlechte Nintendo-Spiele gab. Wurde mal Zeit, ne? Gab schon sehr, sehr lange nicht mehr. Hast du mein Name is Mario weitergespielt? Natürlich noch nicht. Aber eventuell werden wir es bald weiterspielen. Wollte ich nur mal so sagen, aber ich werde nicht zu viel spoilern. Der Bree hat Bock zu zocken. Ja, ändern wir nach 35 Minuten Just Chatting auf jeden Fall. Da werden wir definitiv weitermachen. So, warte mal. Gerade die Nuzlocke geguckt, einfach nur sexy du und Sefi Pokémon spielen, Traum wird wahr. Alter, Willi hat's hier schon einmal gesagt. Ich hoffe, dass ihr das schon mitbekommen habt, denn Sefi und ich haben jetzt eine Soul Link am Laufen. Und da kam jetzt heute der erste Part raus, auf meinem Zwei-Kanal und auf seinem Hauptkanal. Deswegen, Hilfe, schaut gerne vorbei. Machst du deine Thumbnails alleine? Alle bis auf die Hauptkanal-Videos. Genau. Hauptkanal-Videos habe ich abgegeben, aber ansonsten mache ich den Rest alleine. Gehst du heute ins Gym? Leider nicht. Ich würde gerne ins Gym gehen, aber Freunde, ich war ja gestern auf Twitch. Bist du auch auf Twitch? Wir waren gestern 4,5 Stunden auf Twitch live. Oder 4, irgendwie so. I don't know. Felix. Hey, Sweetie, nochmal alles Gute zum Kanalgeburtstag. Schön, dich zu sehen. Felix, schön, dich zu sehen. Besten Dank für die Gratulation. Niklas, ich grüße dich. Alina, moin moin. Ja, ich habe es gestern im Stream erzählt und auch schon in der Insta-Story, aber von Samstag auf Sonntagnacht ist mir beim Schlafen ein Fauxpas passiert. Und zwar habe ich mir selber irgendwie Damage zugefügt, wie man das in Gamersprache aussprechen würde. Ich war von Samstag auf Sonntag am Pennen und lag sehr ungünstig im Bett anscheinend. Auf jeden Fall war mein Kopf irgendwie, weiß ich nicht, in einer Position, wo mein Kopf sich nicht drehen konnte. Aber während des Halbschlafes wollte ich mich drehen. Da hat sich mein Körper gedreht, aber ohne meinen Kopf mitzunehmen. Und da hat es so heftig laut geknackt, dass ich da aufgewacht bin und ich hatte Todesschmerzen. Ich hatte gestern Todesschmerzen. Dann war ich heute beim Arzt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe keinen Termin für heute bekommen. Den ersten Termin habe ich Donnerstag bekommen. Ich war heute bei, also einmal ein Arzt in der Nachbarstadt, bin ich vorbeigefahren, weil da niemand rangegangen ist. Keine Chance, bis ich rangekommen. Dann war ich heute noch bei meinem anderen Arzt, auch keine Chance. Donnerstag halt frühestens, ne, hab 1000 Ärzte angerufen. Von daher muss ich bis dahin ausharren. Be creative, was ihr verdient, macht weiter so. Vielen Dank für die 6 Euro. Danke für die großzügige Spende und schön, dass du hier im Stream dabei bist, ne? Danke, dass du den Kanal so supportest. Vielen Dank. Right, genau. Einfach Genick gebrochen beim Schlafen. Ich sag's dir. Ganz schwieriger Hase. Katzenfan, hi! Hat ein Level von mir heute mal eingesendet. Ich bin gespannt, wenn es rankommt. Ich bin gespannt. Ja, genau. Und heute Morgen war es richtig schrecklich. Also heute Nacht bin ich auch irgendwann um 3 Uhr morgens aufgestanden. Weil jedes Mal, wenn ich mich beim Schlafen drehen wollte, musste ich aufstehen. Ich konnte mich nicht einfach so drehen. Ich musste mich irgendwie immer so nach oben hieven, aufstehen und mich dann so drehen halt, ne, weil das anders nicht ging. Ja, dann bin ich heute Nacht irgendwann mit Schmerzen aufgewacht, musste mir leider ja eine Schmerztablette generisieren und ich nehme das Zeug nie. Selbst bei Kopfschmerzen und so nehme ich es nie, aber heute Nacht ging es halt nicht anders und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt kommt kleiner Plot-Twist, heute Morgen sah es noch sehr, sehr schwierig aus tatsächlich, weil heute Morgen hatte ich noch so übelst
Schmerzen. Aber irgendwann im Laufe des Nachmittags heute habe ich meine Schulter bewegt und es hat richtig geknackt und danach ging es mir ein bisschen besser. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Ich will auf jeden Fall irgendeine Fachkraft drüber gucken lassen. Das ist mir nicht ganz geheuer. Was auch immer, ja, ich mir angetan habe, so gesehen. Und be creative. Vielen Dank für die 6 Euro. Das ist der Alert. Sheesh. Du bist die Ente wie Donald Duck. 5 Euro und 99 Cent. Van David Charity, Mondi, jeden Oktober. Wir haben insgesamt schon, 56.000 Euro gespendet in den letzten 4 Jahren. Wollte ich nur mal so sagen. Shadow, moin moin. Hab heute mit einem Kumpel gesprochen über Elternsprechtag und er meinte einfach der Mathelehrer hat ihm vor seinen Eltern eine Matheaufgabe gestellt und gesagt, löst das jetzt. Aber wie kam's dazu? Warum ist das so passiert? Shiva, hi! Und Malkador, ich grüße dich. Ich gucke euch nur so halb in Delirium zu. Mich hat eine Grippe voll erwischt. No! Voll wie Blitzer. Viel Erfolg für die Soling. 2 meiner Favorite Boys spielen zusammen Pokémon. Geil. Malkador, gute Besserung. Erstmal, dass du bald wieder auf Bein stehst. Und von daher genieß den Stream. Ich hoffe, dass ich dich irgendwie genesen machen kann. Auf süß. Marco, hi, hi. Und Fanfiction-Nera, einen wunderschönen guten Abend. So, was ist passiert? Sam, am besten spulst du ein bisschen zurück. Ich habe es gerade ein bisschen ausführlicher erzählt, aber ich kann nicht schlafen, sagen wir es so. Das ist passiert. Manuela, hi. Ah, Freunde, wie geht's euch? Was geht bei euch so? Ist es mit der Cutter-Aushilfe noch am Laufen? Ja, aber ich kann jetzt schon mal sagen, viele haben sich ohne Nebengewerbe gemeldet und es steht da drin so, yo, ihr müsst Rechnungen schreiben. Wollte ich nur mal so am Rande sagen. Das ist einfach unbelievable, wurde nicht ignoriert. Ja, Shadow, das ist Schwachsinn. Guck mal, wenn es passt und ich gerade keine Story erzähle, lese ich ja Namen vor und Grüße. Felix, bitte nicht in Caps schreiben. Meister, bitte nicht in Caps schreiben. Kann es sein, dass kein Mod aktuell da ist? Meister, es werden super, super... Achso, doch, Döner ist da. Es ist kein Mod da, ne? Digi, ich mach easy unter der Hand. Ja, Bro, ich muss Steuern drücken. Du musst mir eine Rechnung schreiben. Das Ding ist halt, in jedem Stream werden ultimativ viele Level eingesendet. Und ja, genau deswegen kann ich nie versprechen, dass ich alles spiele. So, du weißt, dass ich das aus Spaß meine, oder? Shadow, natürlich. Aber das will ich auch jedes Mal sagen für diejenigen, die es nicht so spaßig sehen. Und Bowser, habe ich dich schon begrüßt? Ich weiß es nicht. So, werden sie das neue FNAF-Game-Intro The Pit spielen? Das neue FNAF-Game-Intro? Was hältst du von New Pokémon Snap? Ist absolut nicht meins. Ist, glaube ich, eher für diejenigen, die damals so das erste Pokémon Snap gespielt haben. Etwas, ne? Freunde, wie geht's euch? Was geht bei euch? Was habt ihr heute gemacht, lieber Wochenstart? Und hört auf, beantworte mal lieber die Frage statt, kannst du mich grüßen? Wann spielst du? Julian, moin moin, Liquid, ich grüße dich. Also, wenn es rauskommt, was ist denn das? Also, was ist das für ein Spiel? So, heute, wie kann man sich bewerben? Naja, Rami, erster Test durchgefallen und zwar Texte lesen. Heute habe ich für eine gewisse Zeit mit einer Freundin Kontakt abgebrochen, weil wir bei 90% der Themen noch streiten waren. Okay. Aber habt ihr mal darüber geredet, warum ihr am Streiten wart? Also, was die Gründe dafür sind? Das ist ja auch eigentlich ganz interessant, mal darüber zu reden. Spielst du alle Level, die eingesendet wurden? Nein. Oder die nur die besten? Ich spiele Level, die random vorgeschlagen werden von Google. Bin kaputt von Arbeit, kaum gepennt heute. Oh, Meister, wie kam's? Aber ey, umso nicer, dass du jetzt Feierabend hast, ne? Deswegen schönen Feierabend, Broski. Na, dann hoffe ich mal, dass du heute besser pennen kannst. Bro, wie helfe ich, warte mal, wie schreibe ich eine Bewerbung? Kannst du mir da helfen? Nein, ich meine, wo kann ich lesen? Welcher Plattform? Naja, Rami, du hast ja mitbekommen, dass ich suche. Wie hast du es mitbekommen? Na, guck mal, beantworten wir Frage 1. Oh, Bubaka, war das ein Test? Hab ich natürlich. Döner, dankeschön. Wie kann man nochmal Level einschicken? Dritter Link in der Beschreibung. Da einmal vorbeigucken. So, Alter Raffi, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? So, hast du keine Sticker mehr? Inwiefern habe ich keine Sticker mehr? Hä? Und Felix! Danke für die Gifte-Mitgliedschaft an Luca. Besten Dank. Ist der Stuhl jetzt eine Attraktion? Ist der Stuhl eine Attraktion? Meinst du der Stuhl? Kann man so sagen, ja? Geil.
Melanie, Gu, was geht? Gumo oder, warte mal, guten Abend. Rudi! Gua! Gua! So, mir geht's gut und ich hoffe, dir geht's besser. Ja, schon. Also es hat heute Nachmittag einmal knack gemacht und jetzt geht's mir etwas besser. Leute, Link in der Beschreibung wegen Level einschicken. Guck mal, Mandosi hat's gecheckt. Nachricht anpinnen. Danke für den Hinweis. Das pinnen wir mal an, die Nachricht. So, Felix, besten Dank. Wenn ich das hier lese, dass irgendwie alle noch in der Schule sind, fühle ich mich verdammt alt. Nugi, alles easy. Guck mal, das Ding ist, viele denken immer, dass die Zuschauerschaft übelst jung ist. Gibt's natürlich auch einige sehr junge Zuschauer. Du, ist ja auch nichts Schlimmes. Finde ich cool. Definitiv. Es ehrt mich, weil ich ja damals auch als kleiner Bilzebub mir irgendwelche Videos und Streams angeschaut habe. Aber es gibt auch einige ältere Zuschauer tatsächlich. Aber das sind die, die weniger reinschreiben. Das ist so der Unterschied bei einigen tatsächlich. So, Banana Colada, danke für 5 Monate, Maestro. Sheesh. So, sie hat sich entschuldigt und meint, es kommt von ihr. Sie weiß nicht, was die Gründe dafür sind und warum ausgerechnet mit mir. Aber ihr habt ja, anscheinend sind es bestimmte Themen, ne? Marc, ich bin 38. Guck mal, ne? Marc auch am Start. Ehre, Marc. Freut mich voll. Hast sogar eher das Gefühl, ihr seid mehr ältere als... Ja, true. Das stimmt schon. Definitiv, wir sind auch einige ältere. Ja, man hat so jede Zielgruppe und das ist cool. Bis zu welchem Alter sind es noch junge Zuschauer? What the heck? Felix! Mann, Felix, ich kann jedes Mal Spiegel sagen. Und ich sag diesmal auch wieder Spiegel. Lass mich tanzen, Junge. Dankeschön! Du bist der Beste. Vielen Dank! Haben alle schon, ne, den Kanal abonniert und schon geliked. Freunde, lasst mal ein Herz da. Auf süß. 30 ist noch jung. Ja, Martin, Blüte des Lebens, definitiv. Hab vor kurzem einen älteren eShop-Videos angeguckt, als ich dann auf einmal ein neues Video gesehen habe. Ah, mega nice. Mega, mega gut. Das freut mich noch schon. Und Felix, danke für 12,34 €, ne? Du bist der beste Broski und danke, dass du den Kanal, ja, supportest. Besten Dank. Freunde, ich sehe keine Herzen. Freunde, ich will ein paar Herzen im Chat. Come on. Macht mal bitte Stimmung. Ab wann ist man alt? Ab 69. Ich bin 30 und schreibe dir jeden Stream Liebesbekundungen. Ja, Maikado, und das weiß ich ja zu schätzen. Guck mal, Jasmin hat angefangen, Vandal hat angefangen, Maxi hat angefangen. Sehr schön. Kinoso-Fan auch am Start, jawohl, Bubakar, Macronic, so, bam, Ehre. Ich habe heute Nacht random die Until Dawn-Streams geguckt. Yo, der alte Hintergrund löst Herzflattern aus. Slicey, heftig, oder? Das war, die guten alten Zeiten bei Irene noch. Die guten alten Zeiten. Ja, da sind die Herzen, danke, Freunde. Ne, sowas muss supported werden. Schön zu sehen, dass sie mehrere in meinem Alter sind. Siehst du, Nugi? Ich hoffe, ich konnte dich beruhigen. Oh, dann bin ich in 3 Jahren alt. Ja, Shiva, eben. Und guck mal, in 3 Jahren lebst du noch das High Life. Noch Kontakt zu Irene? Ja, das Ding ist, ich muss Irene demnächst mal anrufen, wegen Kaffee trinken. Das steht immer noch an. Aber Ehre für die Nachfrage. Wie ging das tolle Might-Erfüllt-Game gestern aus? Ja, du, wir sind gestorben. Aber wir haben es durchgespielt. Mandosi! Ey, Mandosi, danke für die Plus-Memberschaft. Und sau cooles Profilbild. Sau süßes Profilbild vor allem, ne? Ey, vielen Dank für den Support an der Stelle. Man merkt vor allem daran, dass wer jung ist, wenn jemand ungeduldig ist oder spammt. Ich bin rot, ja, wobei nicht immer. Nicht immer. Das ist tatsächlich nicht immer ein Indikator dafür, tatsächlich. So, was sind das für Emotes? Irgendwie habe ich die verpasst. Ja, irgendwann kamen vor einiger Zeit ein paar Emotes dazu. Ich dachte mir so, knapp 30, 3 Kinder und verheiratet wäre bei mir so Einzelfall. Nee, das kommt hin und wieder mal vor, Meister. Aber ey, freue mich, dass du hier bist. So. Ja, Tabea, ich muss diesen Rap nochmal aufnehmen irgendwann. Warte mal, vielleicht kann ich mir das aufschreiben. So wie 100.000 andere To-Dos. Trap zurück bei Memberschaften. Sagarino. Ich bin geboren. So, David ist 15. Nee, eigentlich 16. Boah, vorne haben irgendwie
ohne Grund angefangen, meine Augen übelst, so sind übelst gereizt. Seit, ich glaub, seit einer Stunde. Vielleicht ist es zu trocken hier. Rudi! Lamborghini! Was habe ich jetzt verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Yo! Felix, danke für die Gifted. Anugi. Hä? Ultra nice. Vielen Dank. Bist du wirklich 16? SV, was schätzt du? Ja oder nein? Das hatte ich auch letztens. Döner, was hast du dagegen gemacht? Hast du es einfach ausgeharrt? Es kam wirklich so aus dem Nix. Real dich zu sehen. Luca, real dich zu sehen, Meister. Real dich zu sehen. Man ist so alt, wie man sich fühlt, Felix. Genau so ist es. Und meine ich auch schon letztens, meinen größten Respekt, dass du das alleine hinbekommst, ne? Größten Respekt dafür. Hab abgewartet, ja. Gewartet wie Kleinkinder am Straßenrand. Genau so. Andrei und Tatjana, einen wunderschönen guten Abend. Wenn er sich Bart und Sack rasiert, dann ist er 16 Kappa. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber Bro, ich hab doch keine Sackhaare. Und wir, Freunde, wenn jemand fragt, wir reden von dem Weihnachtsmann. Der hat ja Sack für Geschenke. Ne, versteht sich. Wie viele Monate alt bist du? Alter, ohne Scheiß. Immer wenn so ein Baby auf die Welt kommt. Oh mein Gott, das ist ja so süß. Wie alt ist denn sie oder er? Oh, schon ganze 12 Wochen und 3 Tage alt. Und 7 Stunden. Tamal, was geht? Und Brasisch, moin moin. Bart rasieren dauert oft auch bis über 20, oder? Ja, definitiv. Das ist so. Oh, Sunflowers, gute Besserung. Aktuell erwischt sich ja leider sehr oft. Aber das hatte ich auch im Dezember, war ich irgendwie 2-mal krank. Sehr unangenehm. Aber deswegen, gute Besserung. Hey, you're so crazy, I love you. Oh mein Gott, Stiggy. You're so crazy. I love him. Junge Phil, was geht, Meister? Mario Odyssey Flashbacks habe ich gerade. Why? Inwiefern? Wann machst du ein neues Level? Oh, stimmt. Gut, dass du mich erinnerst. Da wollte ich wirklich was machen. So, Videoideen. Geile Meile. Rein damit. Kannst du bitte meine Level spielen? Jack, dafür muss dein Level einreichen. Und Lisa, hi, hi. Wie geht's deiner Schulter? Tatsächlich inzwischen besser. Also, heute Nachmittag habe ich mich ein bisschen bewegt und hat es irgendwann einmal so knack gemacht und danach ging es besser. Also natürlich nicht ultimativ gut, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich mehr bewegen kann. Aber trotzdem will ich auf jeden Fall zum Arzt und das durchchecken lassen. Nakashi, danke für den zweiten Monat. Selbst die angepinnte Nachricht bringt nichts. Na, Julian, alles gut. Passiert, ne? Passiert. Bist du auf der GG Bavaria? Yes, sir. Ich bin beide Tage da. Also, wenn du auch da bist, wird man sich safe sehen. Wie bei Spiegeln. Wie bekämpft man eine Wriggler-Allergie? Halte dich von Wrigglern fern. Das ist, glaube ich, so ein ganz guter Kampf dagegen. So. Wie gerade auch mal erwähnt, wie nervig es ist. Wie alt er ist? 32 Monate. Zerstörst du heute wieder einen Stuhl? Ja, mal gucken. Also, ich glaube, der ist deutlich stabiler. Geil, dann sehen wir uns da. Jawoll! Alter. Franz, ich freue mich schon. Aber besser ist besser. True. Vielleicht kann ich ja heute Nacht besser pennen. Das wäre ganz cool. Gamescom dieses Jahr? Natürlich, alle Tage. Gamescom etc. Also Gamescom ist so dieses... diese Veranstaltung, die einmal im Jahr ist, die man unbedingt mitnehmen muss. Definitiv. So, also ich bin nur wegen euch da, weil ja, die Games sind irgendwo cool, aber ich bin nicht zum Zocken auf der Gamescom. Bist du dieses Jahr auf der Zentro Nima Z? Felix, was ist das? Florian! Danke für den Euro. Dein stark durchtrainierter Nacken hat dir dein Leben gerettet. Siehst du doch sicher auch so. Niklas? Hätte ich nicht so einen krassen Stiernacken, wäre ich nicht mehr hier. Hundertprozentig. Weil es eben nicht gesehen hast. Ich freue mich schon. Mein Onkel meinte, dass er wahrscheinlich den zu nach Bayern für mich und meinen Bruder kauft. Oh, ja, Julian. Ja, guck mal, dann ist es wie bei Spiegeln. Man sieht sich. Geil, sehr geil. Ich bin gespannt, ob Nintendos neue Konsole dieses Jahr schon auf der Gamescom stehen würde. Boah, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, da gibt es wieder so ein Special Event. Vermutlich. Wer geht nur zum Zocken zur Gamescom? Viele.
tatsächlich gar nicht so wenig. Und es gibt ja auch, was soll ich sagen, super viele, die sich immer drüber beschweren, dass es irgendwo so eine YouTube-Veranstaltung inzwischen geworden ist. Tschuh! Und let's fetzt, danke für eure Abos, willkommen in der Community. Aber ja, so ohne diese ganzen Leute, die da wären, wäre die Gamescom wahrscheinlich nie so riesig geworden, ne? Und ganz ehrlich, Gamescom ist mit Abstand die geilste Zeit des Jahres, weil man einfach alle Leute wieder sieht. Das ist immer so, guck mal, Gamescom ist immer so ein Dopaminstoß, das ist wie so eine Droge, die so 5 Tage durchgehend konsumiert wird. Und wenn ich am Montag wieder hier im Büro sitze, denke ich mir, das ist wie so ein Entzug. Da habe ich immer ein richtiges Falldown, so richtig hardcore und brauche noch ein paar Tage, um wieder drauf klarzukommen. Jahresdroge. Tamai, Real Talk, letzte Oktoberwoche, sage ich schon. Augustwoche immer komplette Droge. So. Und Julia, was geht? Finden diese ganzen YouTuber da auch voll doof. Ja, Döner kann ich verstehen. Vor allem diesen Dönarkos. Der ist ganz ätzend. Gamescom war auch geil. Meine Highlights waren, dich zu treffen. Und Hübi hat, by the way, auf meine Handyhülle unterschrieben. Tschüss. Ja, Meister. Hab mich auch sehr gefreut. So, nach der Gamescom kurz Depri werden. Ja, praktisch. Normal. So, Dave, meine Deutschlehrerin, hat gesagt, dass Real kein echtes Wort ist. Was ist deine Meinung dazu? Und am Ende des Tages hat deine Deutschlehrerin irgendwo Unrecht. Neologismus nennt man das. Ich bin gerade erstaunt, wie krass Menschen sich ändern können. Damals habe ich Just Chatting gehasst, inzwischen finde ich super cool. Lil Urgel, ey, das freut mich. Das freut mich voll, wirklich. Mega, mega gut. Hast du für deinen Nacken ein Kirschkernkissen oder eine Wärmeflasche? Tatsächlich, nee. Aber es geht so inzwischen. Ja, hast du vielleicht irgendwann mal Zeit dafür? Wann ist Gamescom? Letzte Augustwoche müsste das sein. August. Nee, vom 21. bis zum 25. August. Ansonsten kann man es auch easy googeln. Wie geht's dem Toad-Schlüsselanhänger? Hä, Julian, der ist immer noch dran. Der ist immer noch dran, Meister. By the way, geht das mit Leon und Emmy eigentlich klar? Döner, safe. Ich hab ja mit dem Daumen nach oben reagiert, glaube ich. Also ja. Geht das echt? Sonst sag Bescheid, ich habe alles hier. Alles easy. Trotzdem besten Dank dafür, ne? Vielleicht könnte ich kommen, bin da durch mit der Schule. Ja, praktisch. Also ich kann es nur empfehlen. Gamescom ist wirklich geil. Also wenn man das erste Mal da ist, je nachdem, ne, was man alles machen möchte, würde ich sagen, 2 Tage ist so Optimum. So mehr Tage geht immer, aber ich glaube 2 Tage reicht, um so sich einen groben Überblick zu schaffen. Bist du in ein Mädchen verliebt? Tarek, oh ja. Oh ja. Schön. Ich habe jetzt einen Umlaut im Namen. Man muss ja hip und up to date bleiben. Tschüss. Alter, Link mit den beiden Punkten überm I. Geil. Aber leider sieht mein Umlaut aus wie ein Glied. Ja, aber guck mal, wer kann schon von sich behaupten, ein Glied im Namen zu haben? Donnerstag schreiben wir Lateinschulaufgabe. Uff. Ey, viel Erfolg. Ich kann nicht ein einziges Wort Latein. So langsam bist du doch im Alter der Kirschkissen. Verrat nix, sagst du? Ja, okay. Dann, was ist denn ein Kirschkissen? Kirschkissen. Ein Körnerkissen. Ach, Digga, verdammte Kacke. Oh, Julia. Ey, YouTuber mit Baba. Das wird richtig gut. Eine wahre Frau. Ich sag's dir, wie es ist. Mava Arx. Sombaki. Ey, kauf den Doppel-Eis. Dankeschön. Danke für die 2 Euro. Hallo, redet ihr über die Gamescom? Ich kann nicht hin, weil ich dort Berufsschule hab. No. Aber was, Wochenende? Also am Wochenende ist ja keine Berufsschule. Kannst du mal sagen, wie der Remix hieß, der bis gerade lief? Ich schick mal einen Link rein. Leider ist, was heißt leider, 2,5 Stunden geht das alles. Aber Meister, hier ist es drin. Irgendwann steht dort die echte Ava Max statt dem Pappaufsteller. Wartet ab. Eines Tages. Und sie bewegt sich für 4 Stunden gar nicht. Magst du Seepferdchen? Warum soll ich Seepferdchen nicht mögen? Ich möchte dieses Jahr auch mindestens 2 Tage mal auf die Gamescom sein. Ein Tag reicht mir nicht wirklich. Am Mittwoch hinzugehen wäre schon so ein Träumchen. Vielleicht gewinnst du so ein Royalt-Car-Ticket. Die werden immer rausgedonnert wie sonst was.
Wie lange geht E-Mail schreiben für Hilfscutter? Hab sie dir geschrieben. Ich schaue mir noch alle an, Pedro. Also ich werde jedem probieren zu antworten. Kannst du auf YouTube sehen, wie alt deine Zuschauer sind? Yes, kann man. Zombaki, dankeschön. Döner, es wird wieder Eskalation. Döner, ich möchte dir wieder auf der Autobahn begegnen, bitte. Das war der schönste Moment vor 2 Jahren. Aber nur am Samstag lohnt sich nicht wirklich. Sonntag muss ich wieder zur Berufsschule, weil ich zurzeit in einem Wohnheim bin. Ja, aber Bros, immer ein Tag ist besser als kein Tag, Green. Das ist Ansichtssache, würde ich sagen. Ist Ansichtssache. Du kannst einen geilen Tag haben oder du verpasst es komplett. Denk mal drüber nach. Was mit Datenschutz, als ob du das Alter siehst. Klar, naja, was heißt Datenschutz? Also, YouTube sammelt ja Daten über euch. So, was ihr euch anguckt, wie alt ihr seid. Ich kann ja nicht jetzt das genaue Geburtsdatum von dem und dem sehen. Also, du siehst halt nur so prozentuale Dinger. So, glaube ich, gönne mir dieses Jahr Hotel nebenan. Ja, wenn da was frei ist, ist das nicht arschteuer, Alter? Mein Ziel wird sein, Merch zu kaufen, schauen, was für Games ausgestellt werden, Influencer treffen. Hoffentlich dich und Bilder mit Cosplayern machen. Vor allem die Cosplayerinnen. Ich meine, die Cosplayer. Cosplayer und CosplayerInnen kann man, ja, gut mit den Fotos machen. Was ist dein Durchschnittsalter, deine Zuschauer? So, Timmy, danke für 14 Monate. Was geht, du geile Sau? Besten Dank dafür. Guck mal, ich kann euch das, hier die Statistik öffnen und dann starten wir mal mit den ersten Leveln. So, stimmt schon. Fuck it, ich komme am Samstag und fahre abends wieder. Geil. Guck mal, genau das ist die Einstellung, Green, die ich dir rauskitzeln wollte. Geile Meile. So, also, Zielgruppe. Man muss aber auch sagen... Junge David, no homo, ne, aber wäre dein Cock jetzt so vor mir, ich würde den so blasen und ich würde den so wegnaschen. D.A., nimm mein Geld. Mach was Schones damit. Bro, what? Das kam ja komplett aus dem Nichts. Vor allem, ich hab das perfekt eingeleitet. What? Ü30 Rudi, gewinnt, verrat nix, ja. Niklas, danke für die ultra heftige Spende, what the fuck? Vielen Dank für 69,69 Euro. Ey, Kuss geht raus. Was passiert? Der Alert war gar nicht laut. Muss. Vor allem der Ulti-Alert, der muss laut sein. Muss. Ey, vielen lieben Dank, Niklas, für diese heftig großzügige Spende. Das ist so lieb von dir. Holy shit, besten Dank. Und Viperwit, danke für die frische Memberschaft, ne? Auch dir viel Spaß mit den Emotes. Da kamen auf jeden Fall ein paar Herzen rausgeböllert. Manu, ich grüße dich! Wie gesagt, Niklas, großes, großes Dankeschön für die großzügige Spende. Viperwit, danke für die frische Memberschaft, ne? Dickes Herz. Imagine, deine Eltern sitzen neben einem. Naja, dann... Den Moment muss man leben. Jeder hat diesen Moment einmal mit seinen Eltern gelebt. Jeder hat mal einen Film mit seinen Eltern geguckt und dann kam eine random Zug-Szene für 30 Sekunden und jedes Mal als Kind saß man dann da so. Nur in diesen 30 Sekunden hat man das Zimmer erkundet. Unangenehme Situation gestorben. Immer unangenehme Situation gewesen, ne? 1:1. Das war mal unangenehm, wenn man mit seinen Eltern Filme geguckt haben. Und wisst ihr was? Hollywood-Filme, die spammen immer mit Sex-Szenen, so ohne Grund. Mach mal einen Jawline-Check. Wie sieht ein Jawline-Check aus? So, warum hast du jetzt mit dem Kanal im Vokalmann das Umlaut von früher getötet? Hab ich ja nicht. Es gibt doch noch hier David und der Umlautmann. Und es wurde gefragt, warum ich nicht auf Twitch streame. Ich streame auf Twitch, Freunde. Schaut vorbei. Wir hatten gestern einen sehr lustigen und coolen Stream. So. Aber weil ich gefragt wurde wegen Altersgruppe. Also Altersgruppe aktuell. Da muss man aber sagen, viele stellen sich ab 18. Einige nutzen auch die Accounts der Eltern.
Flosi! Yo! Ey, dankeschön! Vielen Dank für die frische Membership! Und viel Spaß mit den Emotes. Das wäre ich als Dreijährige, war immer total unangenehm und meine Eltern haben immer. Als Dreijährige? Julie? Als Dreijährige hast du das. Hä? Als Dreijährige? Ich glaube, da hast du dich verschrieben, oder? Flosi, besten Dank. Also, 5,9%, 13 bis 17. Ja, was passiert hier? Friendos, Siggi, 69. Oh yeah! Patrick ist eind au besnuschen 2 euro, mon David. Werden eigentlich noch viele Folgen bei deinem Podcast, Emmy? Klar! Kunt u mir nergens een Podcast, Emmy, auch bei den Reinsiehen? Ist einfach immer super beruhigend. Ey, Patrick, danke für die 2 Euro. Und ja, mit Phil wird einiges noch in der Zukunft kommen. Mit Phil werden noch so viele Podcast-Folgen in der Zukunft kommen, hundertprozentig. Also spätestens immer. Dann, wenn ich irgendwie auch keinen Partner gefunden habe oder so, springt er immer ein und ja. Dafür bin ich immer sehr dankbar. Es freut mich, dass wir so eine Dynamik haben, ne? So eine Synergie. Vielen Dank! Und Sebi, du geile Sau, ich grüße dich doch. Und Siggi, danke für die frische Memberschaft. Ey, besten Dank, Friendos. Und Florian, danke für den Euro. So, und Bowser, tatsächlich habe ich noch einen Zweikanal, ob das glaubst du oder nicht. Also, 13 bis 17, 5,9%, 18 bis 24, 23,7%, 25 bis 34, 19,2%, 35 bis 44, 32,7%, 45 bis 54, 13,5%, 55 bis 64, 3% und ja, über 65 sind 2% der Zuschauer. Das ist so die aktuelle Zielgruppe. Ja, ist crazy. Das ist so, ja, die Aufteilung. Okay, hätte fast verpennt, den Like da zu lassen. Lil Urgel, besten Dank. Und von daher wird Zeit, wir sliden rein, ne? In Mario Maker Level. 3% sind über 55? Über 65. Ich habe meine Mutter. Hey David, meine Mutter hat gesagt, dass die Oma. Ich verstehe. Ich habe verstanden. Und ich bin 22 bis 23 und lieb dich zu 100%. Boah, Justin. Nein, ich bin Justin, also. Puh. Ich würde jetzt Dinge tun, Justin. Die kannst du dir nicht vorstellen. Ich grüße dich. Was geht, Meister? Und Julia! Ein halbes Jahr schon. Der Smaxi-Mann hier bekommt einfach seit 6 Monaten Daily Mons Geld von mir. Was habe ich dafür? Geile Emotes. Gerecht? Ja, Kuss, Julia. Besten Dank dafür. Dann bin ich ein Ferrari. Shiva, genau das bist du. Definitiv. Meine Mutter hat dich auf YouTube Kids blockiert. Wirklich? Geil. Oh, das wäre so geil. Das wäre so geil. Oh, man. Ach, Julia, danke für ein halbes Jahr, ne? Besten Dank. Und die Emotes ist doch gut, ne? Ich war nicht 3, sondern ungefähr 10 und meine Eltern. Ah, ja, das war immer super unangenehm. Definitiv. Aber, Friendos, wird Zeit, dass wir uns die ersten Level heute Abend angucken, ne? Die hier so eingesendet wurden. YouTube geht dann aber schon vom Alter, das man selber ausgegeben hat, oder? Ja. Genau, also halt, was für ein Account, also, was für ein Alter dein Account hat. Danach geht YouTube. Andere Daten sammeln sie nicht. Vermutlich, aber nicht offiziell. So, 27G. Wie Gregor und so. Denk dran, die IDs nicht in den Chats. Ne, genau. Freunde, IDs nicht in den Chat. Okay. Mal gucken, was wir hier bekommen haben, wenn's lädt. The Trump Ride von Jasmin. Have fun. 0% Level. Let's go. Ach, Bowser. Shiva zum Beispiel hier im Chat ist über 65. Also, darf man nicht unterschätzen, aber es gibt wirklich auch ältere Zuschauer einige. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also auf der Gamescom habe ich das letztes Jahr auch teilweise gesehen. Hat mich sehr überrascht, aber auch sehr gefreut, ne? Miepi! Ey! Danke für die frische Memberschaft. Vielen Dank, Meister. Und auch dir viel Spaß mit den Emotes. Danke für den Support. Rudi, Lamborghini! So, ey, gut, wenn ich aber traurige News rein kann, ich komm. No! Und ich will. Oh Mann, die Nachricht ging zu schnell vorbei. Wait a minute.
Und ich vielleicht auch nicht, weil bisher mir eine Unterkunft. Nicht, weil bisher mit mir in eine Unterkunft geht. Und ich vielleicht auch nicht. Aber weil bisher niemand mit dir in eine Unterkunft geht. Weil bisher niemand mit dir in eine Unterkunft geht. Habe ich das so richtig verstanden? Ah, da gibt's doch safe Leute aus der Community, die man auch kennt und vertraut, oder? Junge, 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 Junge. Florian, dankeschön. Jo, und mach mal Toast. Danke für 6 Euro und mach weiter so. Du machst das super. Vielen Dank. Sogar die erste Superchat-Nachricht, Maestro. Friendos, kein Plan, was heute wieder abgeht. So wie Hand at the Toos. Ah. Dankeschön, Magma Toast, für den Ehrensupport. Dankeschön. Hast du einen Crush auf Ava Max, ja? Und eines Tages werde ich sie heiraten. Alle sagen das. Was passiert? Achso, ich muss springen. Achso, hä? Oh, hier muss ich mich ein bisschen beeilen, ne? Aber vom Ding her sehr kreatives Level. Okay, ja, Bombe. Und wir müssen die ganze Zeit diesem Twomp hinterherrennen. Ah, nein! Egal. Kein Problem. Kein Problem. Wir gehen nochmal zurück. Ich muss sagen, ich freue mich wieder sehr auf Mario Odyssey-Content. Oh, Meister! Ah, verdammt, ich muss das Level neu starten. Ich will die immer noch auf Discord schreiben, Maestro. So, das Cover ist Clickbait. Warum ist das Cover Clickbait, Bro? Es gibt doch solche Goombas im Game, meinst du nicht? Die schaltest du mit einer bestimmten Tastenkombination frei, wie damals in GTA San Andreas. Irgendwelche Cheats. Felix, bitte nicht in Caps schreiben. Ich habe mir 10 meine deutsche Message im Video. Hast du Tipps, um fokussiert zu bleiben und lange Zeit? Warte, was hast du da? Eine Männerdeutsche Meisterschaft. Also, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was für eine Meisterschaft, aber länger fokussiert zu bleiben. Was für eine Meisterschaft überhaupt? Damals die Cheats auf Papier geschrieben. Emanuel, das waren so geile Zeiten, ne? Das waren richtig geile Zeiten. Warte, hier können wir einfach runterher. Der Gumba kam im neuesten Update rein. Eben. Und bitte nicht spam, Friendos. Melanie, ich danke dir. Oh oh. Bombenangriff! Oh Mann, das kann doch. Da bin ich eindeutig zu langsam. So. Yo, Edelgon Screen. Meister, Rudi, danke für die Plus-Plus-Memorino. Tschüss! Dankeschön! Okay, wunderbares Level bisher. Ich bin bei der. Bei dem Bob-Oms ein bisschen zu langsam. Bomb-Prank! So, seid jetzt brav, ihr Lieben. Ich bin zum Abendessen, du hast alles im Griff. Ich hoffe, dass ich alles im Griff habe. Beziehungsweise, ich probier's. Mit Ego und Discord zu erreichen, dein Super Mario Odyssey und Mario Maker 9% schon. Meister, ich danke dir. Ja, ich habe gehört, dass du in der Lage bist, Mario Odyssey zu modden, ne? Habe ich so von einem Schulkollegen mitbekommen. Kinoso-Fan, moin moin. Also so langsam wird dieses Level hier. Ne? Ärgerlich. Hab gar nicht dran gedacht, dass man einfach unten stehen bleiben kann. Naja. Ich fühl's. Aber dafür ist das Ende ein bisschen. Hui. Anstrengender. Auf gut Deutsch gesagt. Bombenangriff wie bei den Simpsons. Spielst du da auf eine Folge aus oder habe ich gerade irgendwas verpasst? Mr. Kangaroo, was geht? So, ich muss gleich noch die Nachricht lesen. Viel zu langsam. 100%, ich war. Ah, ich lasse mich einfach explodieren. Woo! Okay, schon mal die Mittelflagge. Thank you so much. Da bin ich wohl wieder nach einer langen Pause. Alles easy. Meister, schön, dass du hier bist. Okay, wir haben die Hälfte wahrscheinlich schon mal geschafft. Oh, das wird interessant. Okay, das wird interessant. Jedes Mal sagst du was gegen meine Level. Ja, Jasmin, was soll ich sagen? Ich bin halt irgendwann triggert, weißt du? Und wenn ich dein Level kritisiere, dann beleidige ich dich persönlich, musst du wissen. Das weiß doch jeder, dass das so ist, oder nicht? Aber das, was Julian schreibt, ist ein cooles Level. Sehr cooles Grundprinzip. Alicia Moonlight, moin moin.
Würdest du Minderjährige als Praktikanten nehmen? Klar. Hatte ich letztes Jahr auch. Aber es wird sich halt jetzt einiges ändern, weshalb ich wahrscheinlich einfach nicht mehr die Zeit haben. Verdammte Kacke. Werden. Haben werde. Sehr schöner Prank. Willst du eigentlich mal wieder ein Level bauen? Safe! So, und mach mal Toast! Was denn Scheiß? Du steckst mir deinen Money in den Rachen? Yay! Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krachen. Bloß du springst auf Hater und zerfetzt sie in Stücke. Da ist deine Dame im Wunder aus dem Glück. Peanut Butter, ich grüße dich! Du bist eine Ente! Ja, natürlich war Bowser schon vorher fertig. Der Sack. Ey, mach mal Toast. Vielen Dank für die 6 Euro, Maestro. Das ist super lieb von dir. Dankeschön! Alter, David S., was geht? Danke für die Gs. Geil. Jasmin, stabiles Level. Hat Fang gemacht. War eine coole Grundidee. Nicht zu schwer. Und von daher, bitte mehr solcher Level. Das würde mich sehr erfreuen. Es würde meine Seele erquicken. So, yo, da wird er hart. Hattest du damals Freunde, die beim Nintendo die erste Flashcard 100 Games in 1 so auf legal besaßen? Legal weiß ich nicht, aber ich hatte damals für den Nintendo DS so ein Cheat-Modul. Damit habe ich mir unendlich Meisterbälle ercheatet in meinem Pokémon. Boah, und Sonderbonbons. Junge, das war so geil. Aber, ich weiß nicht mehr, ob es irgendwen gab, der so 1000 Games darauf hatte. Auf der Wii kannte ich jemanden, der hatte so 1000 Games auf der Wii, aber für den DS. Zuma natürlich, sofort. Wo sind denn die ganzen Likes? Freunde, habt den Stream eigentlich schon geliked? Guck mal, das, was Felix hier schreibt. Ich habe ein Troll-Level gebaut, wofür ich mehrere Stunden gebraucht habe, um zu merken, dass ich es auf dem alten Account meines Bruders gebaut, auf welchem kein Switch Online drauf ist. Aber es gibt einen Testmonat, ne? Du kannst den Testmonat nehmen. Gerade schon, gibt's da die Mod? Ist sie öffentlich? Das hatte ich damals auch. Und 1000 Games voller Cheatcodes. Vor allem, Cheatcodes, oh, through the sky, no trolls. My second level, regular coaster, on offs and more, every challenging level von P. Lenne. Kann gut werden, glaube ich. Vanessa, moin, 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 moin. Was geht? Ich hatte so viele Games auf einer DS-Karte, aber hab das Datum vom DS geändert. Was? Deswegen geht das nicht mehr? Das ist ärgerlich tatsächlich. Achtung, Turmp, ja rein da, Rillkatze, moin, moin. Hatte auch so eine DS-Karte auf meinem Trödelmarkt, auf dem Trödelmarkt gekauft, gehabt. Denke nicht, dass es so legal ist. Wie geschrieben, zurzeit nur die erweiterte Fassung. Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt habe ich es gelesen. Gaming Fun, hi. Okay, Rainer, ne? Spielen wir. 22 Versuche gab's, wurde bisher aber noch nicht geschafft. Damit das zweite 0% Level. Auch wenn das andere Level noch nicht oft genug gespielt wurde und deswegen ein 0% Level war. Lach mal bitte. Ich lache nie. Niemals lache ich. Ja, ist kein Troll-Level oder so, ne? Selvinus, was geht? Wie ist es auf der Arbeit? Ehre, dass du zwischendrin reinschaust. Ich hoffe, es läuft alles gut. Ah, cool. Ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Vandal sagt schon. Guck mal, hier oben werde ich zerquetscht. Ich gucke halt trotzdem rein, weil ich mir denke, ja, einfach mal probieren, ne? Sarah, moin, moin. Ah, schön. Okay, wir gehen oben entlang, weil die Tür wird auch Troll sein. Da muss ich nicht nachgucken. Das sind die offensichtlichsten Dinger. Okay, P-Switch, ne? Wo ist ein P-Switch? Liam, hi und Frau Chester. Einen wunderschönen guten Abend. Tür ist richtig, als ob die... No Trolls. Ist das jetzt wirklich so ein Level, wo die offensichtlichen Trolls keine Trolls sind? Okay. Aber wir hatten direkt hier am Anfang einen Troll, deswegen bin ich skeptisch. Okay. Ja, Frau Chester, wir gucken mal. Aber, Freunde, wir dürfen die Klein-Timmy-Level nicht mehr Klein-Timmy-Level nennen, weil
Timmy Werner ist jemand aus der Community. Der kommentiert jetzt immer Streams und Videos. Und der ist immer richtig triggert. Er schreibt immer rein: Warum sagen eigentlich immer alle Nintendo-YouTuber Klein Timmy? Warum heißt es nicht mal Klein David? Warum immer Timmy? Deswegen, Timmy Werner, ich grüße dich. Timmy, ich wünsche dir einen richtig geilen Tag, Alter. Junge, der ist so triggert, ich liebe es. Ich heiße auch Timmy. Ja, Mo, ich weiß. Das finde ich auch unerhört. Klein Timmy geht gar nicht, true. Oh, man. Oh, schön. Weiter geht's. Es ist nicht so ganz einfach, auf diesem Wriggler drauf zu balancieren. So, benimmt sich ja wie ein kleiner Timmy. Nein, sagt doch kleinen Tommy. Ja, dann würden sich die Tommys in der Community beschweren. Also, leg dich nicht mit Zoran an, leg dich nicht mit kleinen Timmy an. Bro, was ist das für ein Weg? Warte, wie hieß er nochmal? Pablo, ne? Hieß er Pablo, der uns mal so gedroht hatte in einem Kahoot-Stream? Leg dich nicht mit ihm an. Vor ihm habe ich mehr Angst. So, weiter geht's, weiter geht's. Junge, wie lange geht das eigentlich? Come on. Ah, wir waren fast drüben. So, ich bin für kleine Felix, das wäre zumindest für mich okay und so viele gibt's da auch nicht. Ja, das kann man machen, ne? Aber wer weiß, vielleicht kommt dann der nächste Felix um die Ecke. Pablo Escobar. Pablo Escobar natürlich auch, ne? Wer ist Pablo? Nicht Pablo, wie hieß denn der eine, der uns mal so gedroht hatte wegen Kahoot-Bots? Der so geschrieben hat, haha, ich habe Kahoot gebottet und dann habe ich ihn blockiert und das fand er gar nicht lustig. Pablos letzte Warnung. Das war Pablo, ne? Ja, das war Pablo, ja, ja. Der auch so komplett ausgerastet ist, als er geblockiert wurde. Sarah, wunderschönen guten Abend. Okay, es geht schon mal ein bisschen better for run. Ja, der hieß Pablo. Ja, okay. Ich wusste noch irgendwas mit P. Ah! Schade. Mach dies und das. Letzte Warnung, Pablo. Kennst du die Serie Thundermans? Nee. Muss man die Serie kennen? Die Frage ist, wie man einen kleinen Timmy definiert. Ja, warte. Das ist, ich muss gleich die Nachricht weiterlesen. Mann! Schmutz. Jessica, nein, okay. Bei einer Definition gilt man ja auch teilweise als Erwachsener als klein. Also das ist eine Falschaussage. Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ne, klein Timmy, assoziiere ich halt Timmy 7, der jetzt Mario Maker an Heiligabend bekommen hat. Er war so aufgeregt. Und klein Timmy, ne, ist dann, ne, er hat Spaß daran, Sachen zu spammen, weil das sieht so bunt aus, alles im Level. Und dann macht er das auch gerne. Digga, komm schon, wir schaffen das. Dieser dreckige Wriggler, Mann. Boah! So, okay. Bist du das Ei aus gestiefelte... Ja, Justin, genau da bin ich. Du wärst besser als ich. Mann! Hast du Netflix? Ja. Bist du das, womit ich am meisten von den Streaming-Diensten anfangen kann? Streamst du regelmäßig? 5-mal die Woche. Könnte man, glaube ich, als regelmäßig bezeichnen. Nee, aber alle... Mann, Digga, das ist so ein... Milli, was geht? Jabadabadu! Alla Biggie, einen wunderschönen guten Abend. Ich spring mir... Are you loving the pain? Loving the pain? Every day, yeah. Yes, ich liebe den Pain. So eine unangenehme, ekelhafte Stelle. Ja, Mann, warum? Oh. Ja, ist das geil, dein Souling mit Sefi? Ich kann mir nichts Geileres vorstellen, Nintin. Ich hoffe, du genießt es auch. Bin zum ersten Mal in einem Stream. Ja, geil, freut mich. Dann würde es mich freuen, wenn du natürlich häufiger reinschaust. Hast du schon mal über eine Gesangskarriere nachgedacht? Einige meinen, dass ich mal zu DSDS sollte. Ja? Und das sind immer ernste Nachrichten.
Florian, nein, weil dieses Level No Trolls heißt. Ich glaube, dass es nur ein Troll ist. Jetzt habe ich die rote Münze nicht eingesammelt. Na tolle Wurst. Ich hoffe, ich brauche die nicht. Wenn ich die brauche, raste ich aus, Kapi. Und Melli, wie gesagt, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Tobi! Danke für 1 Euro! Okay, ich probier's mal. Ich probier's mal aus. Nichts passiert. Was geht? Tobi, ich hoffe, dir geht's gut, Meister. Dankeschön. Und Donus Arslan, danke für dein Abo. Kennst du Jules? Natürlich. Bin sogar mit Jules connected. Die süße Maus. Wir schicken uns immer Mario-Fußbilder. Beziehungsweise er schickt mir Mario-Fußbilder. Da bin ich aber nicht so erfreut. Einige denken, das ist ein Spaß, aber es ist mein voller Ernst. Nein! Oh, Mann! Florian, danke für 1 Euro und Daniel, grüezi, was geht? Ich tue alles, damit du reagierst. Klington, hör bitte auf, danke. Okay, und warten, bis der Riggler zurückkommt. Ich glaube nicht dran. Ich will erstmal die Tür da hinten betätigen und dann gucken wir weiter. So, zack. Ich war so blöd. Ich war so blöd. Okay, wir probieren es doch mal. Das ist wieder ein gutes zweites Level heute im Stream. Und wir warten. Achso, bis der Riggler zurückkommt, okay? Wir vermissen Dobby. Ja, Dobby hat nicht immer Zeit, leider. Dobby muss manchmal das tun, was ein Hauselfe so tut. Ja, das war voll dumm. Reed! Yo, Tobi, dankeschön. Bin krankgeschrieben wegen Ansteckungsgefahr für 3 Tage. Mich hat Keuchhusten erwischt. Oh, das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm, Meister. Gute Besserung wünsche ich dir und Dankeschön für den Euro. Dann ruhe ich mal gut aus, dass der Keuchhusten schnell weggeht. Und damit ja, niemand anderes den Keuchhusten ebenfalls bekommt. Geh hoch. Weg mit dem Riggler. Genau, so. Ah, Mann, wirklich? Das ist die Tür. Ja, die Tür. Aber ich will ja in die Röhre. Kennst du den Film Maze Runner? Klar. Ja, zumindest die ersten beiden. Dobby, es tut mir leid, ich war gemein und unachtsam, das darf nicht sein. Zuma, ich singe das jeden Abend, aber Dobby, komm nicht nach Hause. Was soll ich tun? LK Kochtipps, hi! Du hast bisher ein geiles Level verpasst und jetzt sind wir beim zweiten geilen Level. Mal gucken, wie lange das Level geil bleibt. Leider geil. Komm schon. Okay, wir gehen rein. Ratet mal, in welche Röhre man nicht rein kann. Richtig. Ja. Dobby, wir sterben im 7. Teil der Reihe. Nein, Schwachsinn. Spoiler nicht. Okay, also müssen wir nach oben links. Okay. Werden die eingesendeten Level eigentlich gespeichert oder müssen die im Stream erneut eingesendet werden? Niklas, die müssen jedes Mal neu eingesendet werden, weil es auch super viele gibt, die halt einmalig irgendwie dabei sind, einmal ein Level einreichen und dann nie wieder aufkreuzen, so gesehen. Und ich glaube, es ist auch am coolsten, wenn man sein Level im Stream sieht, denke ich mal. Hoffe ich. Vermutlich. Von daher handeln wir das so. Ja, Bro, aber was bringt mir das, wenn der Riggler da so... Vielleicht bekommen wir einen P-Switch? Dobby wird auf dem SIP-Kanal sterben. Psch. Chillst du manchmal im Privatleben mit Tübi? Nee, im Privatleben hassen wir uns. Wir haben nur so eine Beziehung über YouTube. Aber das macht uns immer wuschig. Das war dumm. Geil.
Und mit dem Levelcode. Dritter Link in der Beschreibung. Da kannst du es einreichen. Was muss man tun? So, vor allem, was bringt's? Also, wenn heute nochmal ein Level von mir kommt, gehe ich Lotto spielen. Weiß er. Na, letzten Stream haben wir dann Level gespielt. Wäre aber krass. Nee, im Privatleben hassen wir uns. Ja, Vandal. Ja. Bei manchen Fragen frage ich mich immer, why? Und deswegen antworte ich auch so dann. YouTuber haben ein Privatleben. Oh nein, nicht mehr. Manchmal ja. Florian, dankeschön. Ja, Bastian, genau so verdient Nintendo Geld, ne, wenn du direkt für ein Jahr das abschließt. Viele sagen zum Beispiel, keine Ahnung, ich spiele nur 3 Monate. Und nach 3 Monaten hat man nicht so viel verdient wie nach 12. Michael, ich ignoriere niemanden. Super Rant, das ist ja dein Level, wie ich es verstanden habe. Nein, verstanden habe, oder? Kannst du mir sagen, wie es hier weitergeht? Wie geht's dir? Felix, wunderbar, wie geht's dir? Ich warte nur zur Musik, da David salzig wird und verspürt keinen Sch- Da kann man am besten viben. So, gibt's was Neues von deinem Auto? Ich habe Donnerstag einen Termin. Und das Ding ist, die Motorkontrollleuchte geht wieder aus und wieder an und aus und an. Also kein Plan, was da los ist. Tim, was geht? Natürlich hatte ich einen realen Tag. Ich hoffe, du auch. Ja, was dann? Was passiert? Ich habe das Gefühl, der Weg ist nicht richtig. Hat das Level schon irgendwer geschafft? Das gucken wir uns gleich mal an. So, dann mit dem Twomp nach links. Auf dem Wriggler nach rechts mit dem Twomp auf links. Ah, nach oben. Ich wusste es. Okay, cool. Ich habe einen Weg eventuell weitergefunden. Okay. Magische Miesmuschel. Die magische Miesmuschel muss auch mal wiederkommen. Das wird, glaube ich, ein Frustlevel werden. Ja, Benny, hi. Willkommen im Stream. Welcome to the stream. You can do it, keep trying. Niklas, wir werden es schaffen, Meister. Danke für die Motivation, Free Spirit. Schnell. Turtle, was geht? Das macht Spaß. Es macht so viel Spaß. Ich hab Spaß. Spaß. Sag mal ganz schnell hintereinander Spaß. Das Wort harmoniert nicht so gut. Oh, knappe Kiste. Komm noch mal runter. Hast du Spaß? Ich hab Spaß. Ah, nicht nach links, sondern nach rechts über einen Wandsprung? Nee, hä? Das schwierigste Level, was ich jemals gespielt habe. Das ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Ich habe letztens ein Troll-Level-Video gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Muss ich mir mal angucken. Real Talk, das war so ein kompliziertes Troll-Level. What the fuck? Das war ziemlich beeindruckend. Ziemlich brutal und grausam wie der Wriggler. Vielleicht beim ersten Turm hoch? Nee, da geht's nicht. Ah, stimmt, beim ersten nach links. Jana, moin moin. Naja, du kannst ja keinen Wandsprung machen, ne? Hab gerade gesehen, dass du gerade streamst. Ja, geil, Jana, freut mich. Ich hoffe, du hattest einen guten Montag. Okay. Also mit dem zweiten Trom nach oben. Bis so oben wird man nicht loben. Das war echt knapp gerade. Sehr, sehr knapp. Ciao! Ah! Let's go! Tschüss! Ey, Tetti, einen wunderschönen guten Abend. Das ist es, ne? Ach, Bingo. Geil. So,
So, wir haben schon mal einen Ansatz gefunden. Geile Meile. Ich liebe versteckte Blöcke, weil man weiß immer, dass sie da sind. Okay. Ah, guck mal, Super Rand. Gerade gefunden, ne? Whoopala. Ich muss irgendwie nur da hochkommen, bitte. Wehe, die roten Münzen sind umsonst. Kann gut sein. Alter, jetzt geh doch einfach in die Lücke rein! Warte mal, hä? Nee, da kann man nicht rein, ne? Aber was dann? Damit er nicht wieder nach oben kommt, auf den Trump spinnst du so lange, bis du zurück bei der P-Switch-Tür bist. Ach so, jetzt hab ich's gecheckt. Alter, was ist das wieder für eine kranke Kombi? Nimmt ihn! Danke für 10 Euro. Ich möchte mich mal für alle Mühen bei deinen Videos, Streams etc. bedanken. Auch wenn ich jetzt fast einen Monat aktiv dabei bin, hatte ich bisher schon eine richtig geile Zeit hier. Ey, Nintin, vielen Dank für die 10 Euro und vor allem für die lieben Worte. Crazy. Vielen Dank für 10 Euro und ohne Scheiß, es freut mich so sehr, dass du dich so wohlfühlst auf diesem Channel, ne? Ist mir eine riesige Ehre, Meister. Von daher, ich hoffe, du wirst weiter eine gute Zeit haben. So, Neustart. Lenny, moin moin. Schön. Das wird Spaß machen. Fahre deine Life is Strange Serie. Das ist fast wie ein Film anzusehen. Super spannend. Hoffe, dass der nächste Teil schnell online geht. Klar. Also, schnell online gehen in Form von, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag. Ja, das Pokémon-Projekt ist dazwischen. Aktuell. Das wird einiges auch noch an Zeit in Anspruch nehmen. Ja, aber ey, freut mich zu lesen. Wirklich. So. Es macht aber auch super viel Spaß zum Aufnehmen, ne? Weil das ist halt übelst entspanntes Aufnehmen, aber es nimmt einen übelst emotional mit. Vor allem der nächste Part, der hat ordentlich reingekickt. So. Willst du Paper Mario spielen? Ich habe Paper Mario Sticker Star 2 gespielt. Auf dem Zweitkanal. Das war leider noch nie so meins. Oh, schade, Alter, schade. Hast du dir aber schon mal den zweiten Teil angeschaut? Weil ich glaube, der könnte dir vielleicht liegen. Weil beim ersten, ja, war auch cool, aber der zweite liegt mir viel eher. Weil das nochmal, ja, auf jeden Fall andere Themen behandelt. Okay. Ah, verdammt. Kommen Sie nochmal runter, bitte? Sticker, Paper, oh Mann, ich weiß nicht, Sticker Star, nein, kein, was weiß ich, wie der Teil hieß. Mann, dieses gottverdammte Level, Alter. Vor allem ist das keine Mittelflagge, ne? Wenn's Tommy schaut, ist lost. Ja, Freunde, der Umlautmann ist es. P-Switch dann zum Anfang. Ja, ja, den P-Switch muss ich mitnehmen. Ha, aber durch welche Tür gehe ich dann? Color Splash? Ja, welchen Paper Mario Teil habe ich gespielt? Nope. Wie hieß denn der? Geil. Mann, nein! Oh! Sticker Star. Ah, das musst du doch wissen. Ja, ich. Paper Mario Dinger. Du bist ja direkt gestorben. Wo? Oh. Meinst du hier im Level? Safe. Nicole, guten Abend. Ja, Paper Mario ist eh bei mir. Ich habe ein Paper Mario gespielt, das war das auf dem Zweikanal. Das war super dumm. Ja. Und deswegen kenne ich mich in der Reihe original null aus. Aber ich freue mich auf Paper Mario 2. Das ist das legendäre Game, was alle feiern, ne? Wo alle drauf sabbern, was dieses Jahr erscheint. Gell? Bam. Dark Lord, ja. Ja, okay. Sind für dich 20 Minuten in einem Level viel? Nein. Also, das längste Level, was ich jemals gespielt habe. Ja, circa 4 Stunden. Das war ordentlich, Digga. Überall diese Kack. Ja, okay, Bowser. Ich bin gespannt. Irgendwann werde ich es ja mal let's playen.
Also Freunde, wir haben jetzt eine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich sterbe halt 5 Millionen Mal. Weil versteckte Blöcke, ich liebe sie. Kappa. Es macht Spaß, Kappi. Ist super cool, yeah. Ich reg mich mit dir auf. Ja, das freut mich doch. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man so schön, oder? Für ein eigenes... Ja, aber mein eigenes zähle ich jetzt nicht unbedingt als random Level. So, ein Block, zwei... Noch ein dritter? Kein dritter, ne? Okay, das passt. Geil, danke. Tamai, alle. Okay, danke für die ganzen Abos, by the way, die gerade reingekommen sind, ne? Und den Tim, vielen lieben Dank für die 10 Euro und den lieben Text, ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass du dich auch noch weiterhin hier wohlfühlen wirst. Besten Dank! Nengteng unterstrich Alpha, um in die Röhre reinzukommen, aber ich brauche den P-Switch. ABGF Sternchen CKT 10 Euro. Ich möchte mich mal für all deine Mühe bei deinen Videos, Streams etc. bedanken. Auch wenn ich jetzt erst fast einen Monat aktiv dabei bin, hatte ich bisher schon eine richtig tolle Zeit. Oh, vielen Dank. Danke. Okay. Aber was denn dann? Ach, in die Tür da oben! Man kann es wohl cheaten, okay? Blitzmerker. Ja, ich habe halt nicht gezählt. Oh. Wenn alle liken, hätten wir 436 Likes. Freunde, like den Stream. Auf süß. Okay, Neustart, ne? Bruch? Never. Nintendo Saturi. Bin also heute Morgen mit in die Schule gekommen wegen dem Dschungelcamp. Ey, wir hatten das Dschungelcamp gestern gewonnen. Voll viele haben mich damit vollgelabert. Auf den heiligen Bimbanios zu warten, ist nicht so vorteilhaft. Das sagst du. Kevin, hast du schon mal auf den heiligen Bimbanios gewartet? Also ich glaube, jemand, der so eine Aussage droppt, bestimmt nicht. Lucy von der Band No Angels. Tschüss. Okay. Naja, Glückwunsch. Lucy. Lucy, GG. Jonas, moin moin. Okay. Ja, aber Dschungelcamp ist nicht so meins tatsächlich. So generell, Fernsehen ist nicht so meins. Bam, 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 bam. Warum lande ich jedes Mal da? Ich habe Schmerzen. Oh yeah. Nee, nee, spoilern, ich war noch nicht. Oh, Mellies, tut mir leid, das wussten wir nicht. Oh. Das wusste ich auch nicht. Ups. Aktivier doch erst die unsichtbaren Block. Oh, stimmt, du hast recht, ne? Adina, moin moin. So, so viele muss ich aktivieren. Genau. Würdest du da mal mitmachen im Dschungelcamp? Ich hoffe, dass ich niemals in meinem Leben zu der Chance komme. Aber es wäre schon actually funny. Ich sag's, wie es ist. Ben, hi. Und Sven, moin. David vor Dschungelkönig. Aber ganz wichtig ist, dass ich zwischendrin noch so Gefühlsausbrüche habe und weine. Und dann muss ich mich mit irgendeinem anderen B-Promi unterhalten und dann so sagen, Lisa, mir geht's gar nicht gut. Oh mein Gott, David, was ist denn los? Ja, Lisa, ich bin als Kind vom Fahrrad gefallen. Oh nein, David, erzähl doch nicht sowas. Lisa, du kannst dir gar nicht vorstellen. Das war so viel zu schlimm. Oh nein, David, bitte nicht. Lisa, vertrau mir. Und RTL denkt sich so, Stonks Einschaltquoten. So. Wer hat Synchronsprecher? Danke. Synchronsprecher, das muss schon Spaß machen. Ist ja leid, ich spiele das gerade zum siebten Mal, deswegen skip. Ja.
Lisa, vertrau auf süß. Hast du B-Promi, das sind nur Z. Achso! Ah, achso, es gibt noch. Achso! Z-Promis gibt's auch! Rild. Okay. Frozen Yoshi? Moin, 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 moin. Ich habe an die Blöcke gedacht. Ja. Wer ist Lisa? Das ist ein Z-Promi, wenn ich im Dschungelcamp bin. Nein! Okay, Basti. Moment. Ricarda. Nee, Ricardo. Dankeschön. Und Vanitas. Vielen Dank. Ah, ich verstehe. Skill Issue. Ja, der Traum am Anfang ist immer noch Sahnehäubchen. Machen wir ein Video mit Domi. Es wird bald kommen, wo wir unsere Füße in die Cam halten. Real. Dieser gottverdammte Trump. Guck mal, das Schlimme an diesem Level ist wirklich, dass du erst herausfinden musst, wie es funktioniert. Ist schwierig, aber man kann es schaffen. Okay, Meister. Warum nutzt du den Block mit dem Trump? Wurde gerade in den Chat geschrieben. Ich soll das mal probieren. Aber stimmt mich fröhlich, dass Bowser das Level auch noch nicht hat. Ich habe eine Tür gefunden, für die ich alle roten Münzen benötige. Ich bin gerade noch zu blöd, um dran zu kommen. Ja, die wird safe, fake sein. Glaube ich. Ja, Dark Lloyd, da musst du Ansgar fragen, warum er lügt. Weil Lügen darf man nicht sagen. Alle sagen das. Mach nochmal. Digga. So konnte ich das Level abschließen, okay? Ja du, ich werde mir mal Mühe geben. Ich probiere es ein paar Minuten und dann mache ich es auf dem regulären Weg wieder. Gib Ansgars Nummer, okay. Ja, wenn du mich so fragst, klar gebe ich die dann einfach so weiter. Mit dieser gottverdammte Flügelblooper. Und du hast halt keinen Platz, ne? Kannst du bitte ein bisschen mehr hier hingehen? Ja, genau. Nee, runter bitte, runter. Auf die andere Seite, Blooper. Nein. Aber ist Ansgar Bowie? Nein, Ansgar ist Ansgar. Das ist die geilste Frage überhaupt. Ah, guck mal, die Röhre da oben ist es. Okay, 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 okay. Ist Ansgar Bowie geil? Lauri, moin, moin. Oh, die Frage macht mich glücklich. Ist dein Crush Hübi? Nein, mein Crush ist Ava Max. Das weiß doch jeder. Und Leon ist Bocky. Ja, aber das stimmt ja. Vielleicht machen wir das anders. So wie Thomas. Ah! Fast! Okay, wir starten nochmal neu. Aber ich glaube, that's ready to go. So, alle liken. Freunde, like den Stream auf süß. Dankeschön. Ja, so geht's auch, denke ich. Okay, wir probieren's. Nein! Oh, das Ding ist viel zu schnell. Yannick, ich liebe sie. Der Witz mit Thomas Anders ist von Hand of Blood. Hand of Blood hat diesen Witz bestimmt erfunden. Bestimmt. Nein! Oh, er hat jetzt aber normalen Speed. Nein! Okay, let's go again! Und Yannick, es freut mich, dass du hype bist auf die Soul Link. Ich habe auch böse Bock auf das Projekt. Wird gut werden. Ah, erstmal nach rechts oder so. Okay. Kann man ein Level für heute noch einreichen? Klar. Aber es ist Zufall, ob es rankommt oder nicht. Bro, links, rechts, Melanie, welcome back. Welcome back. Guckst du One Piece? Nope. Aber ich habe die Real-Life-Verfilmung gesehen. Äh.
aber kein Problem. Ich muss in die Röhre. Ich muss in die Röhre. In die Röhre. No way. Ja! Geil, ich wollte fragen, wie es im Stuhl geht. Nicht so gut. Wann kommt eigentlich Staffel 2? Meinst du von der Real-Life-Serie? Uff, ja, Manu, das ist echt, das ist ein Uff-Moment. Ah! Warum kommen die langen Level immer zuerst? Weil nur lange Level eingereicht werden, Meister. Alle Leute denken sich immer so, heute werde ich David ärgern. Wahrscheinlich dauert das ziemlich. Ja, ja, aber Staffel 2 ist auf jeden Fall in... Ah, Planung! Judy, das freut mich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ne? Ah, Freunde, wie gesagt, ne, heute ist ein Together-Projekt mit Sefi gestartet. Ja! Nach rechts. Bro. Wo soll ich hier nach rechts? Ah, so. Oh mein Gott. Ich hätte abgebrochen. Was? Ich hätte das Level so safe abgebrochen. Ich war gerade so nervös. Woo. Dieses Level bereitet mir unerträgliche Schmerzen. und Bennys freut mich. Wie? Du gottverdammter Gumba. Ach, wie findest du die Serie? Wie geht's dir mental? Nicht so gut. Aber für jetzt, wo du da bist und mich aufheiterst, geht's mir schon viel besser. Yannick, ja. Vor allem, weil das Ding andauernd in der Werkstatt ist. Nein. Gemeingefährlich, ich sag's dir. So, eben essen nicht die geilen Emotes verwenden, sorry. Ja, ja. Das Level gilt als neumodische Foltermethode. Ich glaube, ja. Manchmal auch länger. Melly, die Streams sind aber schon länger geworden aktuell, ne? Ich habe bei 2 Stunden inzwischen immer ein schlechtes Gewissen. Okay. Ach, Digga, das kann nicht sein. Ja! Bam! Geil. Nein! Bitte hau ab. Nein, bitte. Lass mich in Ruhe, Gumba! Eine Pilzlänge Abstand! Junge, Schluck Schnecken. Schluck. Bitte lasst mich doch einfach durch! Wo ist denn das Problem? Okay. Das ist meine Oh, das ist nicht meine Time to Shine. Warum ist dieses Level eigentlich so? Bro, wer hat sich das ausgedacht? Mann, warum denn? Oh nein, es gibt zwei Wege, die man lang gehen kann. Ich nehme aber die Schlüsseltür. Okay. Runter springen. Aber wohin? Alter, Lani, eines Tages. Einfach runter? Nicht irgendwie weit weg springen oder so? Einfach da unten, okay? Wann endet dieses? Oh nein! Bitte keine Trollblöcke. Rechts an der Wand? Meinst du links? Hm.
Mann, jetzt hör doch auf mit diesen Trollblöcken! Ich rieche die. Ich sage es dir, ich rieche die. Ja, ich brauche hundertprozentig das Item, oder? Sind hier noch mehr? Noch mehr? Jack97, danke für ein Abo. Oh, das war's, cool. Hier sind noch versteckte Blöcke. Klar. Noch mehr. Klar, warum nicht? Noch mehr. Ja klar, warum nicht? Noch mehr. Aha, noch mehr. Bro, wie hardcore will man eskalieren? Ja! Das sind keine Trollblöcke mehr, das sind Developerwege. Let's go! Boah, was war das wieder für ein Level, ey? Danke für die GGs, ne? Letzte Nachricht, Psychose. Alter Vater. Ich habe auch noch mal eine Schnecke gegessen. Ja, geil, oder nicht? Wobei, in Frankreich ist es, ne, macht man das ja gerne, ne? Junge, was ein Level! Was ein Level! Was ein Level war das bitte? Klein Timmy hatte wirklich... Tamai, es war schön. Gut, weiter geht's, ne? Ich finde Schneckenessen eklig. Waren das Schnecken oder waren das Frösche? Frösche auch, ne? Aber Frösche sollen wie Hähnchen schmecken anscheinend. Hast du mal Holz gegessen? Nee. Hab ich auch nicht vor, tatsächlich. Würde ich unterlassen. Okay, SG. Ich habe mal in Frankreich eine Schnecke gegessen, können auch ein Codewort für eine heiße Nacht sein. Ja, true, true. 4HG. RLNOSG. Ist Julius im Stream? Weil der Code funktioniert nicht. 4HG, RLNOSG. Ich muss leider schon wieder los, obwohl das Zugucken so viel Spaß macht. Bald dauert nicht mehr lange. Melli, viel Erfolg. Ich drück dir die Daumen und bald ist alles durch und dann wird es entspannter werden. Von daher, ne, zieh durch. Wir hören uns und sehen uns. Cheerio. Und habt noch einen schönen Abend. Okay. Ist Julius am Stissel? Eine 0 ist es auch nicht. Eine 0 ist es, weil O wird immer ausgegraut. Das geht nicht. 0 gleich O. Ja, ich weiß. Aber hier ist ja eine 0. OSG. Der hat es wohl an mir gelegen, dass du das Level schaffst. Ah! Okay, ich verstehe. Ja, Selvenos, danke dir. Und Johann, hi. Versuch mal beides. Geht ja nur 0. Aber ich glaube, Julius ist leider nicht da, oder? Also hier steht, ne, das Levelcode und von Julius. How almost no one notices that there is a dark in the peanut butter. Ja, lies mal den Code. Immer dieses lies mal den Code rückwärts. Ja, wenn wir wüssten, was davon falsch wäre, ne? Lenny P64, hi. Aber ich glaube, leider muss ich das Level jetzt entfernen, ne? Ah, es tut mir leid für Julius. Sein Level ist jetzt rangekommen. Wäre cool gewesen. Er hat sich safe gefreut. Matthew, Engler, Mario, Profi, GG. Hi. Und bitte keine Levelcodes in den Chat, ne? Außer halt Julius, er hat jetzt prinzipiell die Erlaubnis. Vielleicht 9SG? Wer weiß? SG... Statt der 4 ein A? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, wo der Fehler in dem Code ist. Okay, Anna R. Hi, hi. Ja, dann müssen wir leider ein anderes Level spielen. Schade. Ich habe mal so viele Rekorde in Mario Maker 2 gemacht. Glückwunsch. Ein I statt L. Okay, letzter... Nee, aber da ist groß L. Also, nee. Wann kommt meines? Felix, bitte nicht in Caps schreiben, Meister. Ich kann nicht versprechen, ob Level gespielt werden oder nicht. Das kann ich nie versprechen, das ist random. So. 8HYWBQ und 8GF. 8
GF. Neon Leon, hi, hi, was geht, was geht, was geht? Erst denken, dann handeln. Von Henry 1112. Ein Troll-Level ohne Checkpoints und 4 Bossen. Achtung, schwer. Yippie-yay, Schweinebacke und Christopher Himmstedt. Hi. Magst du deinen Döner mit allem? Safe. Ich bin kein Picky-Eater. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, ja, so, ja, ich will meinen Burger ohne Salz, dann ohne Salat bitte, ohne Ketchup. Sammle mindestens 30 Münzen. Die Münze ist eh fake. Die ist nicht real, oder? Vielleicht doch, aber man verreckt leicht. Okay. Was heißt überhaupt in Caps schreiben? Alles easy, das heißt nur in Großbuchstaben. Weil das ist irgendwo, ja, Spam und muss nicht sein. Oh! Wie überraschend war das denn? Oh mein Gott! Es war so überraschend! Oh mein Gott, war das überraschend! Das hat mich so überrascht! Magische Miesmuschel, war es überraschend? Okay, es war überraschend. Okay. Ja, real. Jetzt habe ich dem Level schon Herz gegeben, ne? Sind wieder da. Was ist los? Inwiefern? Okay. Endlich mal kein Troll-Level. Kapi. Gut, 30 Münzen. Kann man einsammeln, ne? Aha. Aha. Du wurdest hops genommen. Direkt am Anfang. Spielst du CR? Cristiano Ronaldo spiele ich nicht, ne? Okay, Davidus, moin moin. Dann gehen wir mal in die Röhre rein. Und Beneno, sehr, sehr gerne. Das ist mein Glas. Ja, Herrglas, geile. Ich bin sehr gespannt, was dein Level noch so zu bieten hat hier im Laufe des Levels. Ich habe immer Angst vor versteckten Blöcken. Ich habe so ein Trauma mit versteckten Blöcken entwickelt. Es ist unglaublich. Okay. Ey, Dark Lloyd, Ehre! Hä, freu mich voll, dass du die Tracks auswendig kannst. Mega nice. Ach so, okay, cool. Ich verstehe, was der Level-Bauer uns sagen möchte. Okay, spielst du Pokémon Unite? Nein. Ich hab's damals mal zwischendrin gespielt, aber ich hatte leider keine... Aha. Dauermotivation. Ja, Felix, leider. Wir haben das Level gerade endlich geschafft. Nach einer sehr langen Zeit. So, hier sind noch 2 Münzen. Im neuen 2D-Mario in vielen Jahren erwartet an jeder Stelle einen versteckten Block. Ich würde... Wow, was ist das? Ich würde so die Krise bekommen. Ich sag's, wie es ist. Aha. Verdammt. Welche Anime schaust du? Gut, dass du fragst, Meister. Nein, aktuell schaue ich keine Anime. Ja, Felix, easy. Lohnt sich auf jeden Fall. So, ich muss auf jeden Fall mein Item verlieren, wie scheint, ne? Nee, so werde ich safe in den Tod fallen. Fairy Tail? Nein, aktuell schaue ich keine Anime. Okay, Kevoli, dritter Link in der Beschreibung. Ich muss ja erst mein Item verlieren. Dankeschön. So. Spielst du Pokémon Kaffee Remix? Nee, was mit Avatar? Der ist ja was anderes. Aber schaue ich aktuell auch nicht. Aber Avatar ist ein Anime, oder? Streamlag gerade krass. Am besten mal neu laden. Also, an mir müsste es nicht liegen, Meister. Du, es liegt nicht an mir, ne? Es liegt an dir. Nee, bei mir, ich habe zumindest keine Fehlermeldung oder so. Deswegen da mal am besten neu starten. So, auf geht's. Spielst du Pokémon Quest? Nein. David, spielst du das und das? Nein. Aber das spielst du? Nein. Aber das? Nein. Was? Nein! Wo dritter Link? In der Stream-Beschreibung.
Wo ist die Stream-Beschreibung? Unterm Video. Wo dritter Link? Yeehaw! Ha, Spiel zu Mario. Nein. Sein linker Flügel hat sich weggeklatscht. Als wenn es ein Fußballteam wäre, ne? Boah, Pokémon Mystery Dungeon? Nee, Pokémon Ranger habe ich damals gespielt. Es gab für den DS so ein Pokémon Ranger Spiel. Boah, das war so episch. Das will ich irgendwann mal let's playen. Das war geil, Alter. So. Give me the pills. Ich werde nach der Arbeit erstmal deine Soling mit Sefi schauen. Ehre! Ich wünsche schon mal viel Spaß, ne? Geil. Ich bin sehr gespannt, wie das Projekt noch so wird. Wir sind in der Vorproduktion aber sehr fortgeschritten. Wir haben neun Parts schon aufgenommen. So, warum spinnst du so oft? Damit man weiter springen kann, Meister. Die Spins verlängern deinen Flug. Wie Reiseveranstalter. Wie gute Reiseveranstalter. So, erstmal ganz kurz wieder das Item verlieren. Darfst du, glaube ich, nicht mitnehmen, den Pilz. Warum nicht? Ich meine, das Level hat doch funktioniert. Und boing. Wenn Toad oder Toadettes Pilz essen. Hä? True? Das ist einfach Kannibalismus, was sie betreiben. Nintendo! Lauri, genauso. Oder wie Bankkaufmänner. Kann man so sagen, ja? Hi! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Ciao! Dachte kurz, dass der Nightbot ein Zugspot wäre. Ja, das kann man noch schnell denken. Der Nightbot verhält sich manchmal ziemlich verdächtig. Ziemlich sus. So, number two. Und number three. Nimm den Pilz bitte mit, danke. So, Matthias, ciao. Also insgesamt gibt's vier Bosse. Eins. Ich habe aber nicht genügend Münzen. Zwei. Drei. Weiter geht's. Hattest du gerade einen Schlaganfall? Asta, ich habe am Tag so viele, ich kann nicht mehr mitzählen. Vor allem seit Samstagnacht, ja. Ach, Bro, das habe ich noch nie gesehen, dass es so mit nach oben geschleudert wird. Streng genommen nicht, wenn sie eine andere Pilzart ist. Warte, was? Ah, nimm den Pilz! Wenn sie eine andere Pilzart als sie selber essen, ist es kein Kannibalismus. Wenn ein Löwe eine Gazelle ist, ist ja auch keiner, obwohl beides Säugetiere sind. Ah. Okay, cool. Na dann. Easy. Asta, ich hoffe, ich weiß es auch. Ich hoffe es, aber wird schon irgendwie. Die Schmerzen sind so groß. Die Schmerzen sind so unerträglich. Die Schmerzen, sie sind da. Wo habe ich 13 Münzen übersehen? Neustart. Die Schmerzen sind so wunderbar. Cool. Ja, wo sind so viele Münzen? Okay. Was ist das? Okay. Ey! Gibt's hier noch irgendwas? Dark Lord, ich bin seit dem 1. Juli letztes Jahr selbstständig. Tatsächlich. Abend zusammen. Mies, ich grüße dich. Moin, moin. Zack, zack, zack. Ah, Schmutz. Raffi, ich wünsche dir guten Hunger. Ach so, als große Toadette muss ich dahin. Okay, dann machen wir das mal so, ne? Alright, Sunshine, moin moin, wie geht's, wie steht's? Danke für 2,50 €. Vielen lieben Dank. Und Antea, guten Abend. Kinder am Bett jetzt David gucken und entspannen. Jawohl. Ich hoffe, dass die Kinder natürlich gut schlafen. Und ich hoffe, du hast einen guten Wochenstart. Meiner war definitiv mit diesen Leveln gut. Kann man nicht anders sagen. Darf ich Mod sein? Darf ich Cutter sein? Darf ich Stripper sein? David, nein. Darf ich Stripper sein? Nein, warte mal.
Vielleicht muss ich auch die Münze am Anfang besorgen, ne? Und Florian, danke für den Euro. Macronic True? Okay. Ja, fehlen trotzdem noch jede Menge Münzen, ne? Ich habe zwei zusätzlich. Okay, das waren die Münzen, die gefehlt haben, ne? Felix, jawohl. Feierabend oder so. Alright, Sunshine, dankeschön. Ja, Alright, Sunshine, sowas habe ich nicht zu Hause. Oh, Shiva, klingt spannend. Ja, da passiert direkt sowas halt, ne? Selbe noch ein paar Leute tatsächlich, die sich gemeldet haben, ne? Da muss ich noch drüber gucken. So, Florian, Eure Sunshine, Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Warte. 13 Münzen haben gefehlt. Eins. Ach, Digga. Schmutz, 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 Schmutz. Klick mal auf die Tonaufnahme wegen deiner Anime-Frage. Ja, Meister, ich habe heute schon ein paar Mal drauf gedrückt. Also, die lief schon. Aber, weil es so schön ist. Nein, aktuell schaue ich keine Anime. Let's go! So, also eins. Die zählen nicht dazu. Eine Münze zusätzlich. Ich mag den Sound, das freut mich doch. Dafür ist er da drin. Ralf Eschke, moin moin. Seit wann hast du den Sound? Schon ein bisschen länger. Extra für solche Fälle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boah, Felix, glaube ich, ey. Krass, sehr fleißig, das freut mich doch. Magst du den Reis lieber klebrig oder trocken? Eher trocken. Trocken tatsächlich. Okay, die erste Münze, die fehlt. Wie komme ich denn an die ran? Rüberlaufen! Let's go! Woo! Okay, Rätsel gelöst. Ah nein, ich hätte die Blöcke noch kaputt machen müssen. Okay, wir starten nochmal neu. Aber wir wissen schon mal, wie es funktioniert. Laufen, yes! Okay. Okay, so, jetzt haben wir das Level gleich durch. Wir haben es gecheckt, wie es funktioniert. Every Asian left the chat. Ja, trockener Reis? Weiß ich nicht, mag ich gerne. Ja, sehr, sehr gerne sogar. Ich habe mir letztens mal Hähnchen mit Reis gemacht. Heftig, oder? Das hat mich sehr gewundert. Aber ich hatte das Bedürfnis dazu. Es kann ewig dauern. Boah, dich, 12 Minuten ist gar nichts, Bro. 12 Minuten ist für ein Level gar nichts. Magst du auch trockene Suppe? Ja, Suppe ohne, uppala. Ohne was Flüssiges drin liebe ich tatsächlich. Okay, Zaccarino. Cornelia, guten Hunger. Bam, bam, bam. Hühnchen mit Reis. Ich bin am Trainieren. Weg, HD, ich grüße dich, moin, moin. Und willkommen in the Community, Meister. Let's go. Was machst du? Wir zocken gerade Mario Maker Community Level. Und ich hoffe mal, dass wir erfolgreich währenddessen sind. Auf süßer Basis. Da ich bisher nur meine eigenen Videos cutte, würde ich aber dennoch jemanden wie Ansgar oder Justin über die Schulter schauen, um das... Du, Selvinus, kannst ja gerne anfragen, Meister. Oder ansonsten, bezüglich Schnitt ist es halt immer Learning by Doing. Also, Videoschneiden ist immer Learning by Doing. Mehr ist es nicht. Und rein geht's. Das sind 10, ne? Geil! Yeah. So, jetzt sind noch die Bossfights und wir haben's. Gutes Level aber. Also ich muss sagen, es war schon nicht schlecht an der einen oder anderen Stelle mal, ne? Eins. Zwei. Und drei, weiter. Heute ist die Mario-Profi-Version von David am Start. Why? Was soll denn das heißen an der Stelle? Ja!
Zack. Nochmal bitte. Okay, dann gehe ich eben wieder in die Lüfte. Boss Number. Aua. Oh. Nicht, dass er mich wieder ungünstig trifft. Yes. Learning by doing. Jo. 2. Wo ist das in der Beschreibung? Naja, der dritte Link von oben, Meister. Der dritte Link von oben. Jana, danke schön für die liebe Nachricht. Frag doch schnell oder Ulti zum Beispiel. Ulti bringt nur einmal in der Woche ein Video raus. Ach, wegen Videoschneiden. Ah. Ja gut, why not, ne? Und Aura Sunshine, danke für die 6 Euro. Danke fürs Angebot, aber alles easy. Das wird schon, ne? Vielen Dank für die 6 Euro. Vielen lieben Dank. Alright. Letzter Boss und wir haben's. Kannst du mit Timmy mal wieder Raft spielen? Naja, ist ja sein Uploadplan, ne? Ist ja sein Video. Aber ich denke mal, der wird bestimmt noch zwischendrin mal ein Video davon bringen. Leonie, hi, 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 hi. Nein, nein, ja. Pilz, danke. Es ist vorbei. Das Schreckenslevel ist vorbei. Yay. Ich? Hi. Okay. Ich hab einen Kumpel, der ziemlich krass cutten kann. Weiß nicht, ob er einen passenden Schützi hat. Alles easy, Freunde. Also, guck mal. Am Ende des Tages muss ich euch eine Sache sagen. Die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit schon gemacht. Und ich will nicht unbedingt sagen, mit wem. Alles easy. Aber das Wichtigste, danke für die DGs, was man bei jemandem braucht, mit dem man zusammenarbeitet, ist Zuverlässigkeit. Wenn jemand keine Deadlines einhalten kann oder nicht zuverlässig ist, das ist wichtiger als krasses Skill zu haben. Weil Skill kannst du dir anarbeiten. Das kannst du machen. Ich bin cringe. Was denn schon? Mit Ansgar. Nee, nee, dann wäre Ansgar gar nicht mehr da. Antea, danke für 5 Euro. Den Sound finde ich klasse. Da gebe ich dir doch eine Klasse. Dankeschön. Na dann. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Das freut mich doch zu lesen. Vielen Dank für die 5 Euro, ne? Dankeschön. Vielen Dank. Super lieb von dir. Wie gesagt, schön, dass du hier bist und danke für die großzügige Spende. Und Felix, danke für die Rose und 1,50. Danke für die Rose. Wie gehst du mit den Praktikanten um? Ich sperre die im Keller ein und fütter sie alle 2 Tage. Ist das, meint ihr, das ist gut? Meint ihr, das geht so durch? Meint ihr, ich bekomme Probleme? So, mal gucken, was wir jetzt so Wunderbares bekommen. Womit fütterst du die? Mit Luft. Ja, gerechtfertigt. Okay, klingt fair, wie nett. Danke, so würde ich das auch machen. Perfekt. Ja, die armen Praktikanten. Man sucht sich sein eigenes Schicksal selber aus, würde ich sagen. So, DTH64 und G. Ich bewerbe mich sofort als Praktikant. Geil, so nicht anders, Kappa. 2-mal die Woche reicht, okay. Hardcore Speedrun! Schauen die Praktikanten Anime. Nein, aktuell schauen die Praktikanten kein Anime. Ich hab so dicke Schmerzen. Trinkst du Gönnergy mit einem Strohhalm? Na, Tamai, für die maximale Gönnung, ne? Oh, man. Oh, schön. Wenn du Luft magst, mach ein Praktikum bei David. Eben, ne? Aber Freunde, wisst ihr, welcher Sound auch gut ist? Hallo, lieber Zuschauer. Danke, dass du diese Frage stellst. Ich kann dir empfehlen, schau dir doch einmal die angepinnte Nachricht an. Dort stehen alle relevanten Informationen drin. Vielen Dank und hab noch einen wunderbaren Stream. Yay! Geil! Diesen Speedrun schaffst du nicht. Ja, das kann gut sein. Sophie, hallihallo! Ich hoffe, du hast einen guten Montag. Schön, dass du hier bist. Okay. Hardcore Speedrun. Naja, Learning by Doing, wir können es ja zumindest mal probieren. Und Killian sitzt gerade zu Hause und denkt sich so, dem zeige ich es jetzt.
Weiter geht's. Ha, Junge, bald musst du gar nicht mehr in Streams reden, weil du für jede Antwort einen Knopf hast. Ja, du musst, ne? Warte, was hab ich noch so? Nee, das war falsch. Hm. Ach, hab ich den Super Mario Sound rausgenommen? Hallo, lieber Zuschauer. Ich habe den Mario-Film im Kino gesehen. Aber demnächst gehe ich bestimmt rein und kann dir berichten, wie ich diesen Film finde. Felix, danke für die Rose. Ist halt praktischer. Ja, Yassin muss, ne? Felix Schulz ist ein taubes Müsschen. Ich glaube, ich darf mich dabei nicht drehen. Ich darf mich dabei nicht drehen. Und Always Sunshine, vielen Dank für die 6 Euro. Was denn Scheiß? Ich denke, das Level werden wir eiskalt skippen. Dafür lässt es gut jetzt so richtig krachen. Pluto springt auf Hater und zerfährt Zielstücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Trank sind noch voll auf Zack. Ich muss mich drehen. Dankeschön. Komm gern vorbei, ich hab eine Akupressurmatte da. Ja, stupid. Zahlst du Steuern? Ja. Ich glaube, eine Sache, die jeder Mensch früher oder später in Deutschland tun wird, ist Steuern zahlen. 150 Sekunden, ne? Das sind 2,5 Minuten. Gutes Level. Gutes Level. Ach, ja. War gut. Guter Hardcore-Run. Gefällt mir. Weiter geht's. Nächstes Level. So. NC. V. VWH. Game over. GSF. Wenn du schaffst, Deutschland 2.24 ohne Steuern durchzuspielen, schaltest du Secret Ending frei. Das ist a good ending. Your break. Oh, Ansage, ne? Wenn man erstmal sieht, wie viel Steuern man zahlt, fallen einem fast die Augen aus. Ja. Es ist knackig. Stell ein Telefon und Briefkasten in Luxemburg auf und melde dein Gewerbe an. Aber, Felix, das Problem ist, wenn ich hier wohne, muss ich auch hier Steuern zahlen. Weil ApoRed, der alle echte Investmenthase, dachte auch, das würde funktionieren. Sophie! Ey, danke für die frische Memberino! Dankeschön für den Support und viel Spaß auch mit den Emotes. Martin, was geht? Okay. Mal gucken, wie das Level wird. Wir haben bisher 3 Level geschafft. Ist YouTuber nicht Freiberufler und nicht Gewerbe? Naja, aber du musst ja trotzdem Steuern zahlen. Nee, Freiberufler aber nicht. Also ich habe schon ein Einzelunternehmen tatsächlich. Aber ich glaube, du könntest tatsächlich auch als Freiberufler durchgehen. Das müsste auch funktionieren. Okay, da oben ist schon mal eine Tür. Okay, wait a minute. Scheiße. Hä? Ist das so ein Kaizo-Trampolin-Jump? Never. Aber was? Wow, what? First try Shell-Jump. Ja, Shell-Jump ist in Ordnung. Das hat man irgendwann gelernt. So, jetzt werde ich es nicht schaffen wegen Karma. Okay, es geht. Seit wann kann David? Ja, da seid ihr überrascht, ne? Hey, David ist voll schlecht in dem Game. Ha. Aber was als nächstes? Warte mal. Hey, es wird never ever funktionieren. Ui, Memo. Cool. Ah, verdammte Kacke. Okay, also das ist ein komplettes Level, wo man Shell jumpen muss. Okay, let's go. Ja, es wird ein gutes Level. Definitiv. Womit machst du Thumbnails? Photoshop. Digga, wie gut. Dankeschön. Ja, crazy. Also, das ist ein komplettes Level voller Shell-Jumps. Aber mehr Kaizo-Tricks kann ich nicht in dem Game. Nein! Ah, verdammt. Hausverbot beim Finanzamt.
random Tür am Anfang des Levels. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Da freut man sich. Okay. Okay, okay. Alter, Tom! Du Legende! Danke für 5 Euronen! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Ohne Nachricht sogar. Vielen Dank! Mhm. Digga, warum? MC Mickey, step das Tom, vielen Dank! Was denn Scheiß? Ah. Du steckst dir dein Money in den Rachen. Ja, der erste Versuch ist immer der beste, sagt Dann man so schön, ne? So richtig krachen. Pluto springt auf Hater und zerfährt sie in Stücke. Da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf Zack. Ist ja gut. Du bist eine Ente, Steuerkreuz. Ich glaube, ich muss echt mir ein Steuerkreuz bei solchen Leveln angewöhnen, ne? Ist dann deutlich einfacher. Bekommst du Bürgergeld? Nee. Bekommst du Bürgergeld? Nee. Tatsächlich nicht. Brudi! Ah, Tom! Danke für die Plus-Memberschaft, Meister. Vielen lieben Dank. Junge, Kuss geht raus für den Ehrensupport. Ich spiel trotzdem mit Joystick. Das finde ich irgendwie angenehmer. Ja, aber diese Chell-Jumps sind relativ neu für mich, wo du in der Bewegung springen musst. Okay? Ah! Burgie. Burgie-Geld. Burger-Geld. Oh man. Bin wieder da vom Essen. Geiler Typ, ich hoffe, es hat dir gemundet. Man kommt mein Level. Felix, ich habe heute schon 3-mal auf deine Nachricht geantwortet, dass es zufällig ist und ich nie versprechen kann, dass ich jedes Level spiele. Wenn's rankommt, kommt's ran. Hm, ich spiele Mario Maker immer mit Steuerkreuz. Ich kann das gar nicht. Magst du Pokémon? Meister, auf dem Zwei-Kanal kam heute ein wunderbares Pokémon-Projekt und auch auf Sefis Kanal. Eine Soulink, kann ich empfehlen. Brrr. Wie viele sind aktuell in der Liste? 77 Level sind offen. Wild. Ja, das Level will ich schaffen, das ist eine coole Challenge. Okay. Dad, warum wirfst du das nach oben, Alter? Red. Aber es ging gut voran. Puh. Was, du hast einen Zwei-Kanal? Habe ich glatt überhört und frag morgen nochmal nach. Junge. Bowser. Ja, wird's ja höchste Zeit, auf den Zwei-Kanal vorbeizugucken und diesen zu abonnieren. Oder meinst du etwa nicht? Okay. Übung macht den Meister. Warum wirfst du immer nach oben? Elegon Screen, echt jetzt? Das wusste ich tatsächlich nicht. Man spielt zu Mario Maker durch, bald zu 100%. Das war stupid. Was, du hast doch 3 Kanäle. Sogar 4 aktuell eigentlich. Das war stupid. Dann kommt Mario Maker 3D. Niemals. Guck auch mal auf dem Drittkanal nach. Da auch. Und natürlich auch noch auf dem Podcast-Kanal. Ganz wichtig. Brrr. Ich habe immer Angst, die Shell nach oben zu werfen. Ja, so ein Shell-Jump wäre doch was für Hübi. Da kann so eine Challenge gar nicht ab. Kann ich verstehen. Es ist auch sehr unangenehm. Aber ich mag Shelljumps eigentlich sehr gerne. Weil das immer voll beeindruckend aussieht. Aber da hat man irgendwann so ein Gefühl für. Was ich mal schaffen will, sind diese Trampolin-Jumps. So, Viperwood, mal gucken, mal gucken. Also wenn Leute Bock drauf haben, safe. Aber ansonsten habe ich erstmal viel anderen Stuff. Was für ein Kuchen isst du am liebsten? Real Talk Zitronenkuchen. Finde ich voll geil. Kannst du mal einen Lego-Movie spielen? Eines Tages bestimmt. Nee, aber ich will echt mal ein Lego-Spiel auf dem Zwei-Kanal spielen. Irgendwann. Das war zu nah dran. One My Little Pony Reaction. Ja, wenn jemand voll das krasse Video darüber macht, sofort.
Okay. Pay, mein Tag war richtig geil. Ich hoffe, deinen Tag auch, Mann. Ich hoffe, deinen Tag auch. Und Jakob, hi, hi. Okay. Yudoku safe, aber ich glaube, Star Wars wäre sogar eher so ein Ding. Digga, Steuerkreuz ist so tot. Ich kann das gar nicht mit dem Steuerkreuz. Ich bin nicht so ein Oldschooler. Oliver und Pia Dein. Danke für den Abo. Concentration. Umlaut. Sorry. Alter, war das asozial. Ey, das kam genau in dem Augenblick mit hoch. Inzwischen geht's wieder. Aber immer noch nicht so ganz in Ordnung. So. Mit nur einem Shelljump geschafft. Wow. Bowser, wie? Nein, sag bloß, es gibt ein Cheese am Anfang. Fressgrad war sowas Geiles, Digga. Haferflocken, Joghurt, Äpfel. Jawohl, Umlautboy, rein da. Okay. Die Mucke ist sehr motivierend. Marco, ich habe gerade deine Antwort, deine Frage beantwortet. Das war super stupid. Gibt's hier einen Cheese am Anfang? Ein Cheesecake? Nee, hüpf einfach friedefreie Birnenkuchen über die Klopse hinweg. Okay. Es gibt einen Cheese hier, oder? Ah, willst du es? Warte mal. Oder hast du es First Try geschafft? Ach, Bro, ich muss da oben stehen bleiben. Hast du aktuell eine Lieblingsband und Song? Nee, nicht so direkt, aber ich pumpe aktuell sehr gerne NF. Okay. Leg die Shell ab und spin darauf. Stimmt, das müsste auch gehen, ne? Geil. Okay. Ja, die Tür am Anfang, Kev, die ist echt sass. Da muss man aufpassen. Kann man nicht sogar einfach so rüberhüpfen? Drachi, definitiv, ey. Kann man nur empfehlen. Digga. Man kann es auch ohne Shelljumps schaffen. Nein, als nein. Als ob ich viel zu kompliziert gedacht habe. Never. Trampolin zum Beispiel nutze ich mit Anlauf, um dann von Koopa zu Ach, Bro, what? Wirklich? So kann es funktionieren? Never. Es geht wirklich so, ne? Und ich wollte so das übelste Kaizo-Level rausmachen. Nein, als ob man. Ist egal. Bro, nein. Cool. Gut zu wissen. Ich habe zu kompliziert gedacht. Ich dachte, das wäre so ein Hardcore-Shelljump. Ja, so kann man es natürlich auch spielen. So, wenn man jetzt den Dicken raushängen lassen will. Aber wie kommt man da denn darüber? Okay. Lami Admano, moin moin. Rilt, rip. Gehst du heute noch ins Gym? Lauri, leider nicht. Hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen am Anfang des Streams. Aber ich habe mir vorletzte Nacht selber eine Schulterverletzung zugefügt, die, echt wehtut. Und deswegen sollte ich erstmal auf den Orthopäden-Termin leider warten, der am Donnerstag ist. Bis dahin gehe ich besser nicht ins Gym, was ich sehr schade finde. Aber naja, bevor jetzt irgendwas Schlimmeres passiert. Manky, hi! Kannst du mich auch Saskia nennen? Wenn du Saskia auf YouTube heißt, dann safe. Wie hast du das geschafft? Orthopäden. Ich war am Schlafen und habe meinen Kopf irgendwie ungünstig zwischen Kissen eingeklemmt.
Im Halbschlaf wollte ich mich dann drehen. Und als ich mich drehen wollte, hat mein Kopf die Drehung nicht mitgemacht. Und dann hat sich mein Körper gedreht, aber mein Kopf nicht. Dann hat es in der Nacht richtig laut geknackt und seitdem habe ich hier irgendwas im Nacken. Einfach Mechanik oder Routen kompliziert machen. Ja. Ja, wir denken zu kompliziert. Ja, wie komme ich hier jetzt weiter? Ah. Hä? Aber dann, ach, mit Anlauf wahrscheinlich, ne? Dankeschön, Bananenkind. Was benutzt du als Zielwasser? Rotgas, sehr viel Chlorreiniger. Meister, einen wunderschönen guten Abend. Hätte ein Genickbruch sein können. Na, Quatsch. Glaube ich, also, hätte ich einen Genickbruch gehabt? Ich würde safe damit in die Nachrichten kommen. Safe. Bro, einfach selber im Schlaf. Oh, let's go. Verdammt. Das kann man auch so schaffen. Okay. Ich weiß, du kennst wahrscheinlich mich von Twitch oder Super Mario Maker 2, das treue Kaizo. Ah, okay. Ja, Meister, ich grüße dich. YouTuber streamen Genickbruch. Ja, rein, ne? Das waren die dümmsten Nachrichten ever. Ja, muss, ne? Du schaffst das. Dankeschön. Ja, das Level so ist gar nicht so schwer. Ich hab's mir viel schwerer vorgestellt. Okay, ich dachte, es wäre eine Ultra-Herausforderung, aber nee, es sind einfach simple Jumps. Was ich irgendwie sehr schade finde. Niklas, ja, die dümmsten Tode, ne? Kennt ihr die Sendung, Tausend Wege ins Gras zu beißen? Habe ich damals sehr gerne geschaut. Ich wäre da safe drin. Weil ich ins Gras gebissen habe. Okay, jetzt noch einmal warten. Okay. Oh no! Hier, warte mal, ich brauche keinen Shell Jump, das geht auch so, ne? Ja. Okay, naja, Level war doch deutlich einfacher als gedacht. Okay, ja, schönes Level, schönes Level. GG, dankeschön. Danke, danke, danke. Marco, eventuell werde ich das Game irgendwann spielen. Auf dem Zwei-Kanal. Cool. Und Infinity, welcome back. Phenodin, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wenn du Lego Star Wars machen willst, da wäre vielleicht Skyward Saga. Ah, Yudugus, na, weiß ich nicht. Also, einige Leute aus meinem Bekanntenkreis haben gesagt, dass es nicht so gut ist. Also, wenn ich tatsächlich ein Lego Star Wars spielen würde, würde ich Lego Star Wars 3 The Clone Wars spielen. Das hieß so, oder? Weil dieses Game, ne? Absolute Kindheit. Das war geil. Wann machst du Dr. Mario Hide and Seek? Der Arzt versteckt sich vor mir, der Penner. Okay. Oh ja, das ist gut. Das ist echt gut, seht ihr? Das werde ich irgendwann jetzt playen. Man hat schon das Genick zu brechen. Die Frage ist, wie das möglich ist, da ja die Person noch im Bewusstsein war. Ja, real, ne? Katie, was geht? Nasok mit Sefi mega, bin lange nicht mehr so ausgepflückt. Ja, geil. Ich wünsche viel Spaß beim Zugucken, ne? Voll gut. Mega nice. Ey, ich bin auch sehr hyped. Also die Aufnahmen machen mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Komplett Saga ist auch geil, aber glaubst du, Skyward Saga ist nur gut, wenn man alle neuen Teile kennenlernen möchte? Ja, eben. Ne, sechs Teile reichen da, glaube ich, voll und ganz. Ich weiß nicht, von wem das auf Facebook kommt, aber hin und wieder kommt so eine absurde Meldung. Ganz Deutschland trauert um den und den. Markus Lanz ist laut deren Seite schon einige Male gestorben. Ja, es gibt immer so Fake News im Internet, die halt so gespreadet wird, ne? Da muss man immer aufpassen. Nicht alles, was im Internet steht, ist real. Da sollte man sich immer ein paar andere Quellen noch hinzuholen. Ein paar Webseiten und nicht nur eine. Genau deswegen heißt es ja bei Lehrern immer, benutzt nicht Wikipedia für eure Schulvorträge. Und trotzdem hat es jeder gemacht. Yo, Len, my first level, 60 seconds speedrun. Yo, Rotgas! Gerade noch ihr Wikipedia angesprochen, sind mir zu viele graue Namen. Ey,
Da machst du erstmal einige Leute grün hinter die Ohren, ne? Dankeschön! Ey, vielen Dank! Einmal an Infinity, Laurin Heimer, Menki, Marco Müller und Lami Edmano. Vielen Dank für 5 Gifted Mitgliedschaft, Maestro. Dankeschön. Ja gut, wir bekommen von verschiedenen Seiten etwas mit. Ich habe da hauptsächlich Positives gehört, du hast eher Negatives gehört. Ja, also klar könnte man machen, aber ich glaube, dann würde ich tatsächlich eher Lego Star Wars The Clone Wars 3 spielen. Also Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Da hätte ich Bock drauf. Nicht nur in der Schule, in der Uni auch. Einige Dinge ändern sich nie. Freunde, lass mal ein paar Herzen da auf Süßrotgas. Danke, dass du diesen Kanal so supportest, ne? Dankeschön. Okay, von daher rein geht's. Speedrun. In 43 Sekunden kann man den Bums schaffen. Lamborghini. Boah, das Wikipedia-Spiel, Pascal, das habe ich so oft in der Sparkasse gespielt. Das war immer sehr nice. Das war dumm. Porsche Panamera, Jungs, geil! Komm in die Gruppe! Was hast du zu verlieren? Lamborghini! Nee, bestimmte Münzen muss man ja nicht einsammeln, ne? Okay. Rudi, Lamborghini. Das Feuer zwischendrin ist ziemlich unangenehm. Das ist so die Schwierigkeit von diesem Level, würde ich mal so behaupten. Rein geht's in die Röhre. Okay. Weißt du, wer dein erster Abonnent war? Tatsächlich, ja, das war Phil. Aber eine Mittelflagge. Cool. Das war tatsächlich Stigi damals. Er hat drauf bestanden und dann habe ich ihm als erstes den Kanal gesendet, als der Kanal neu eröffnet wurde. Ja gut, aber... ein Speedrun-Level mit Mittelflagge? Ja, ist freundlich, aber... hoppala. Der Sinn geht leider dadurch verloren, würde ich mal so behaupten, ne? Das Level müsste auch gleich zu Ende sein. Prinzipiell. Aha. Okay. Junge Timmy! Timmy Werner, ich grüße dich. Was geht, du Legende? Boah, die Moves hier von einem einzigfahren Umlaut, Mann. Geil. Das war doch mal eine gute Runde. Unter 60 Sekunden. Es kommt mal ein Unterschied so groß zwischen 1 Monat und 12 Monaten. Warte, bis du Vater wirst. Snee, inwiefern? Worüber habe ich gerade gesprochen? Mein Goldfischgehirn hat gerade wieder zugeschlagen. Hello, hi. Und danke für die GGs, Friendos. Dankeschön. Cool. Gutes Level. Guckst du Anime? Gute Frage. Nein. Aktuell schaue ich keine Anime. Gern geschehen. So, weiter geht's. GG, danke. Okay. Lami Edmano, dankeschön. Wie viel Level ist das? Ich glaube, das 4. oder 5. Haben wir 4 oder 5 inzwischen geschafft? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Hab eine Psychose von der Frage. Was für einen Abschluss hast du? Weg, was schätzt du? Was schätzt du, was für einen Abschluss hab? Und wenn ich Doktor sage, würde es dich überraschen? Mich nicht. Wird das ein Video? Nein. So, Mario Maker Streams wären nie Videos, aber bevor jetzt jemand in der Streamaufzeichnung rumheult, es bleibt eine Streamaufzeichnung. Bedeutet, diese Streamaufzeichnung wird man auch im Nachhinein noch sehen können. Aber es wird kein geschnittenes Video. Okay, mein Goldfisch hat auch zugeschlagen. Hello, danke, dass du alle Kanäle abonniert hast. Vielen Dank. Oh, von Yui Bocky, mein erster Einzelspieler-Speedrun. Abonniert David Regel. Ich kann es nicht besser sagen. David wirkt für mich wie ein Bio-LKler. Aber nur, weil du es weißt, ne? Aber tatsächlich ja. Bio-LK war geil. So, ein beschnittenes Video. Naja, Treddy, aus Hygienegründen wird es ein beschnittenes Video, ja. So, nächster Speedrun. Damit schließen wir das nächste Level ab, vermutlich. Abonniert ist falsch geschrieben, schlechtes Level. Ja, scheiß drauf. Rechtschreibung ist was für Klugscheißer-Kappa. Nein, Rechtschreibung ist wichtig, Freunde, bitte achtet drauf.
Bitte achtet auf eure Rechtschreibung, okay? Du wärst ein crazy Mathelehrer, ich glaub nicht. Ja, Bowser, du hast recht. VOD, geschnittenes Video ist dasselbe. Ja, das wird denn hier ein Video. Das wird hier ein Video. Kappa. Ja, war angenehm. War ein gutes Level. Wow, dass wir auch mal solche Level bekommen. Endet das Stream bald oder geht's noch weiter? Der wird noch ein bisschen gehen, Snee. Snee, richtig? Ich nenne dich einfach Snee. Ein bisschen wird das Stream noch gehen, definitiv. Kein crazy Mathelehrer, sondern crazy Bird. Ja, Saskia, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Und Big Chris TV, danke für dein Abo. Soll ich uns mal wieder was tun? Es sind noch knapp 2 Stunden bis Feierabend. Meister, zieh durch und ich wünsche schon mal einen geilen Feierabend später. Okay. Cracky Mathelehrer. So, gutes Level. Easy. Weiter geht's. Wenn alle Level so wären, wären die Streams viel entspannter. Als ob es bei dir im Bio-LK gab. Bei uns gab es erst einen Jahrgang später. Ah, ärgerlich. Aber dafür hatten wir kein Physik- und Chemie-LK. Das kam bei uns nicht zustande. Aber Bio-LK gab es 2 Kurse. Und Bio-LK war mein stärkstes Fach. Ich habe da Einsen geschrieben. Bio war echt mein Main-Fach. Keine Ahnung warum, aber Jesse, we need to cook math. Breaking Bad, so eine geile Serie. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also wirklich, Bio konnte ich mir so gut einprägen. Ich musste da auch nie krass lernen. Aber dann kam Deutsch und Englisch. Es war so, einfach, so, 2, 3, 6. Und Q3G. Eben, Katie, genau so. Bio und so, bisschen Biologie. Nee, bei uns gab es ihn mal als Auswahl für ein LK. Physik und Chemie gab es bei uns ein LK. Ja, guck mal, dafür haben wir getauscht, ne? Jump and Run Mittel, okay? Ein Jump and Run mit Kampf von Chili Till, okay? Wir reden mal nicht drüber, wie Jump geschrieben ist. Spielt keine Rolle. Bio ist auch cool, same, Deutsch vor allem. Ich war so eine Niete. Ey, Deutsch ist echt. Deutsch ist ein schwieriges Fach. Definitiv. Bin gerade dazugekommen, merke, dass ein neues Level gestartet habt. Also passt das ja. Eben, Jay Dizzle. Ehre. Deutsch als Fach hat nichts mit Deutsch als Sprache zu tun. Jupp. Würde ich 1:1 so unterschreiben. Deutsch ist halt sehr viel Analyse, ne? Sehr, sehr viel. Okay. Rechtschreibung etc. lernst du da. Satzbau, ein bisschen die Zeiten, aber sobald du das hast, kommen die ganzen Gedichtsanalysen. Und die machen sehr viel Spaß. Okay, mal gucken, wie das Jump'n'Run-Level wird. Wir brauchen schon mal einen Key. Ich freue mich darauf. Deutsch-LK. Ach, Musio hat zu Deutsch-LK? Crazy. Ziemlich beeindruckend. Sehr beeindruckend. Einfach durchsliden. Das war dumm. Gedichtsanalysen und Interpretation. Rapu. Ich sag's dir. Das war crazy. Ich hab das. Das war so eine Kacke. Ich hab's gehasst. Aber wirklich, immer wenn ich in Deutsch eine 3- geschrieben hab, das war für mich wie eine 1+. Also wirklich wie 15 Punkte einfach. Weil das so selten vorkam. Ich glaube, das war nicht gewollt, oder? Ist irgendwo das Levelende? Same hier und ich war im Deutsch-LK. Puh! Dann war das nicht unbedingt die richtige Wahl, ne? Die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Man muss nur einen Buchstabendreher drin haben und schon ist der ganze Satz ruiniert. Uriniert auch. Ach so, ja, ja. Der ganze Sitz uriniert. Ja, ja. Oh, das ist ein guter Witz. Der Witz ist strong. Hi. Ey, du stehst da echt passend, muss ich sagen. Dankeschön dafür. Plusquamperfekt. Wie wirst du Plusquamperfekt gefunden haben? Also meine Lieblingszeit im Deutschen war Futur 7 gehaben werden tun. YouTube Kids David, du musst aufpassen. Ja, okay, du hast recht. Du hattest gerecht haben werden. Rein geht's.
Strong wie Nils sein Arm. Bro, real talk? Okay, ja, okay. Wir bekommen jetzt den Schlüssel. Wenn wir die Holde Maid Aua besiegen. Holde Maid, hör bitte auf. Holde Maid. Zwei. Wow, da ist eine Lücke. Hä? Bro, warte mal, wir machen das anders. Nein, ich komm doch nicht da nach oben. Komm schon. 100 Sekunden haben wir noch. Okay. Julia, danke für dein Abo. Plusquamperfekt gibt wirklich. Ist so lustig, damit in der Schule zu reden. Ja, es ist. In der 7. Klasse hatte ich nicht viel Spaß mit diesem Thema. Say cheese. Cheese. Sheesh. Kennst du eigentlich einen Umlautmann? Ja, der Umlautmann kopiert mich immer so. Unangenehm. Das gefällt mir nicht. Tipps, um Reichweite zu generieren? Mach interessante Sachen. Ganz simpel. Frank, hi. Niklas, Gigi, dankeschön. Weiter geht's, nächste Level. Geil. Heute bekommen wir nicht solche kompletten Brecher-Level. Bisher. Bisher. Aber Einbrecher-Level hatten wir ja schon mit 36 Minuten. Das ist auch eine Kampfansage. Tipps, um interessante Sachen zu machen. Denk drüber nach. Denk drüber nach. Schon mal darüber nachgedacht? So, D4C. JSG. SG. Flashbacks zu Weisheiten mit dem Umlautmann. Du. Oh! Alex, bist du im Chat? Ich hab dir heute einen Kommentar geschrieben, Digi. Und er hat nicht geantwortet. Alex, bist du gerade da? Hier? Der FNAF-Theorien-Eisberg. Ich hoffe ja, weil ich habe seine Superwelt gespielt. Das kommt Freitag als Video. Und dieses Level habe ich nicht geschafft. Ich bin da. Mac, bist du das? Weil kannst du mir da einen Tipp geben, was ich nach dem Stachihelm machen muss? Warum erst Freitag? Weil erstmal ein anderes Video kommt. Aber ich bin aktuell in der Vorproduktion. Deswegen. Noch ein 30-Minuten-Level. Kev, ich saß heute 50 Minuten dran. Also, die Aufnahme ging heute eine Stunde 40 für 2,5 Level. Aber ist ein normales Mario Maker-Video. Okay. Deswegen würde ich es nicht spielen. Ja, klar gibt's einen Tipp. Ja, Meister. Dann geben Sie mir einen Tipp, bitte. Okay, wann kommt der nächste Stream? Mittwoch. Ganz simpel, Mittwoch. Deswegen skippe ich mal das Level, weil das kommt Freitag als Video. Okay. Warum darf man den Code nicht in den Chat schreiben? Weil der ganze Chat voller Codes wäre und niemand checken würde, ey, ich muss meinen Code ja woanders einreichen. So, wenn du mit deinen Jungs einen Abend verbringst, wenn du nicht Monopoly spielen solltest, was würdest du dann spielen in der Runde? Mau Mau. Nee, keine Ahnung. Nicht Monopoly. Erstmal eine Runde Mario Party. A real talk? Für einen Brecherabend Mario Party 8, 50 Runden auswählen. Das macht Spaß und geht bis zum nächsten Morgen. Ah, Bowser. Warum sagt mir das denn keiner? Durak mit den Jungs, Beste. Ja, aber Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ewigkeiten nicht mehr. Wird mal wieder Zeit. So, I hope you have very fun. Prank Yoshi, thank you so much in the ice level. Ah, Mario Party 9, muss ich sagen, feiere ich nicht so. Da habe ich nicht so die krasseste Langzeitmotivation. Aber Mario Party 8, Alter, boah, das müssen wir safe mit den Vielklickern einmal streamen. Oh mein Gott, das ist eine gute Idee. Ach, ich sehe da oben eine Warpbox und krieg das Kotzen. Ja, Benny, wir haben damals um 22 Uhr angefangen. Und wann waren wir durch? Um 5 Uhr morgens?
Rillt. Ziemlich rillt. Geil. Dann kommt eigentlich das nächste Community-Level-Video. Naja, also das letzte kam ja erst letzte Woche. Deswegen wird es noch ein bisschen dauern, vermutlich. Nächste Woche, übernächste Woche. 50 Runden, buhu, vertrau. Vertrau mir, Brudi. Okay, 1000 Röhren, ich laufe erstmal weiter. Okay. Okay, 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 okay. Gibt's hier eine Tür? Eine Schlüsseltür? Ah! Bro, warte. Wo ist denn hier eine P-Switch-Tür, Alter? Nein, okay. Okay. Level dann in die Kommis packen, wenn es nicht im Stream schafft? Welches Level habe ich nicht im Stream geschafft? Oder meinst du, wenn die nicht rankommen? Oder doch lieber die zwei Döner holen soll? Ah, Mr. Känguru, rein da. Mario Wonder lohnt sich schon. Es ist auf jeden Fall ein neues Erlebnis. Ein neues Erlebnis, das ist die Warpbox vom Anfang. Doch nicht? Fluru, Alihallöchen! Okay. Drei Schlüssel. Warum niederländischer Dialekt? Why not? Ich find's lustig. Ich fand den Dialekt sehr lustig und dementsprechend wollte ich unbedingt diese Stimme einstellen. Okay. Nein, Game of the Year 2023. Ich würde ganz Mainstream Mario Wonder sagen. Aber so anders Mainstream. Wir brauchen aber nicht die Schlüssel, meine ich. Wir probieren es trotzdem mal. Weil da ist ja beim Ziel... Ach so, doch, vielleicht brauchen wir es doch. Ich würde gerne irgendwann dir mein Level nochmal einreichen. Wegen dem einen Stream, wo du es abgebrochen hast. Naja, am besten unter einem Part. Also unter einem Video am besten, wo ich Community-Level spiele. Weil, da suche ich die Level raus. Was haltest du vom Geld? Mittel zum Zweck. Mehr ist es nicht. So, geil. Geile Meile. Freue mich auf Mario Wonder Mods. Ja, wenn da mehr rauskommen sollte. Aktuell gibt es noch keine riesigen Mario Wonder Mods. Aber, wer weiß, vielleicht eines Tages, ne? GG, dankeschön. Kurzes, knackiges Level. Hast du eigentlich einen Abenteuermodus von Super Smash Bros. Ultimate gespielt? Nein. Ich wollte mal irgendwann da reingucken, aber mal gucken. So, David, die Jungs und ich haben am Flughafen vorm Urlaub. Uno ist auch. Uno ballert anders. Definitiv. So. Freunde, ich bin mal ganz kurz auf Klo und werde gleich das nächste Level raussuchen. Und ich werde mir mal Pullover holen. Wird doch langsam mal, was ich hier ein bisschen frisch hier drin. Muss essen. Alles klar, weg. Guten Hunger. Bin in 2 Minuten wieder da. Let's go.
So, weiter geht's. David auf dem Klo. Nein. Guck mal, mein großes Geschäft, ne? Eine Information, die man nicht braucht, aber die ich euch jetzt trotzdem mitgebe, mache ich immer mit Zeit. Okay. David muss Praktiken. Praktikanten muss ich zwischendrin auffüttern. Definitiv. Die dürfen ja nicht umkippen, ne? Okay. Kannst du bitte mich erwähnen? Pete Pfeiffer. Moin. High Quality Content. Ja, ich habe gerade heimlich Anime geschaut. Hype, das tun wir hin und wieder mal. Vor allem auf Twitch würde ich vorbeigucken. So auf süß. Okay. So, next level. Alter, Finn, wunderschönen guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Und Laurin Heimer. Moin, moin. So, neues Level, neues Glück. Bar David, das riecht mal ein bisschen hin. Ja, sorry, Freunde, was soll ich machen? Das ist biologisch abbaubar. Alles gut. Hab mein 3DS gemoddet. Der Homescreen sieht jetzt sehr nice aus. Sheesh. Aber lass das nicht Nintendo hören, ne? Die sind hardcore getriggert. Obwohl du Geld dafür bezahlt hast. Welchen Anime hast du heimlich geschaut? Oh! 30 Sekunden Jump, okay? Jump, Jump, Jump. Ich habe Euphoria geschaut. Ist ein guter Plot-Twist am Ende. Finde, wo hast du mir eigentlich geschrieben? Und erstmal vielen Dank für das Best-of. Ich freue mich schon riesig auf die Resonanzmeister. Erreiche das Ziel, um den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Geil! Ich freue mich schon. Okay, es sieht ja eigentlich human aus, wollte ich gerade sagen, ne? Okay, Bro. Ja? Warum nicht Sis? Nein, das war stupid. Neustart. Jerry, einen wunderschönen guten Abend. Boku no Pico besser? Nee, Bro. Boku no Pico doch. Nein, ja. Yuzu, guck mal auf meinem Zweikanal vorbei. Also, auf Sefis Kanal werden die anscheinend ein bisschen geschnitten, meinte er. Und bei mir sind die halt komplett uncut. Boah. Was? Ey, das ist ja so ein unangenehmes Level. Warte mal, ich will es trotzdem schon mal ein bisschen wider spielen, um zu gucken, wie lang das Level noch wird. Okay, okay. Also, zeitlich kann man es schaffen. Alright. So, okay, das wird echt gut, ne? Ziemlich gut. Diese eine Lücke ist, glaube ich, die schwierigste Stelle im Spiel, im Level. Schauen wir mal, keine Anime, aber etwas wie Euphoria kennt er wieder. Aber ihr kennt ja alle Koruno, ne? Und Koruno hat damals so eine Reihe gehabt, ich habe ihn damals sehr gerne verfolgt. Finger weg von. Mann, wie trifft man instant diese Lücke? Hä, ihr kennt nicht Alter. Ja, okay, ich komme aus einer anderen YouTube-Zeit, ne? Kennt ihr noch Jero, den Staubsaugerverkäufer? Boah, wenn ihr Nein sagt, puh, dann wird die Erklärung hier... Ja, schwierig. Nein, oh Mann! Ja, dein Avatar. Mein Avatar. Okay. Eben, Julian, genau so. Genau, das waren die beiden mit Bitte versucht nachzudenken. Es war so ein geiler Shitstorm damals. Ich kenne Bob, der Baumeister. FCB-Fan auch gut, als ob Leute Kuno nicht mehr kennen. Ja, Asta ist es. Viele, ne? Also, guck mal. Als ich in der Schule gewesen bin, wo ich meinen Vortrag gehalten habe, hieß es immer: Hey, kennst du irgendeinen großen Streamer oder YouTuber? Kennst du irgendjemanden? Meine ich so halt, ja, halt, ne, Iblali. Und alle so: Wer ist das? Puh. Ich so: Vic, wer ist das? Okay, alles gut, Freunde. Bam. Bam. Safe Cat Jero, von dem habe ich noch uns. Ach, cool. Melanie, wie nice. Mulm an die Macht. Mulm. Warum schreiben jetzt drei Leute Mulm rein? Aber beste Grüße. Kennst du Mulm? Klar, Max Herzberg, bester Mann. Mulm hat geradet. Schaust du Anime? Nee.
Probiere, ich grüße dich, moin moin. Okay, weiter geht's. Parasoziale Beziehungen. Wenn mich jemand sowas fragt, sage ich immer deinen Namen. Tamai, parasoziale Beziehung for the win. Ehre. Wer ist Mulm? Ich kenne nur von Max Herzberg und seiner Bande immer dieses Mulm. Da erkennt man das. Pfandflaschen Angels. Hm. 8i, Digga, 8i, auch so geil, ne? Junge, Junge, Junge. Das waren Zeiten, als ich die so regelmäßig verfolgt habe. Okay. Bro. Bornfinity. Das ist eine gute Frage für die Wii. Auf jeden Fall Mario Galaxy, definitiv. Von der Zielbedingung habe ich echt ein Trauma, ja. Mario Galaxy, safe. Wii-Spiele. Ja, die ganzen Mii-Spiele. Alter, Wii Music, dicke Empfehlung, geht raus. So ein geiles Game. Ansonsten, boah, müsste ich mir meine Wii-Sammlung mal reinzwiebeln. Okay, ich wette, ich kann ein paar Anime aufzählen. Biene Maya, Pokémon. Ja, Freunde, ich kenne noch ein paar mehr. Guck mal, ich weiß noch, wir hatten mal ein Kahoot-Anime-Quiz. Ich habe da Real Talk gewonnen. Ich habe da Real Talk gewonnen. Ich bin in dem Thema drin. Ich guck's aber nicht. Ich weiß aber trotzdem einiges, Freunde. Aber frag mich nicht nach bestimmten Serien. Ja. Heidi. Heidi auch gut, diese. Hm. O Tannenbaum, beste dort. O Tannenbaum, Fragezeichen? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Jedes Mal diese Ränder. Asta, sehr gute Empfehlungen. Definitiv. Von einem Wii Sports Resorts beste Leben. Boing, boing, boing. Ach, Mann. Oh, Neustart. Ja, Ali, es ist echt ein Krampf, leider. Dieses Level ist definitiv ein Fight. Wie man im Französischen sagen würde. Oh, un fight. Welche Musik hörst du gerne? Früher Hardcore-Deutschrap-Fan gewesen. Es geht inzwischen immer weiter weg, weil ich glaube, Deutschrap ist irgendwie... Die Zeit ist aktuell voll vorbei, habe ich so ein Gefühl. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil vom Dancehall und so habe ich die Schnauze voll. Ich höre aktuell viel Ami-Rap vor allem. Und ansonsten gemischt. Ich habe jetzt mit Queen angefangen. Und zwischendrin ist Elvis auch mal mit dabei. NF Hope. Junge Phil, der Pullover ist beste Leben. Ah, Miss PTV, da passieren mehr Fehler. Real Talk. Da würden mehr Fehler passieren, als wenn ich einige skippe. Skip, spring auf meinen Gumba. Dieses gottverdammte Level. Was wirst du an Karneval anziehen? Nix, ich gehe nicht an Karneval. Also Karneval wird hier auch nicht gefeiert. Klar, vor ein paar Wochen mal in so einem Dorf bei uns, aber da bin ich nicht dabei gewesen, weil ich an dem Samstagabend noch ein Video gemaked habe. Sam, einen wunderschönen guten Abend, Maestro. Nur mit Hausschuhen, ah. Und wenn Dad hat, einen wunderschönen guten Abend. Gereed, alter Thomas, geiles Kostüm. Geht wie immer als Clown. Muss ich nicht mal umziehen. Ja, okay, du hast recht. Dapolatrix, danke für 2 Swiss Money. Dankeschön. Strichmännchen, Ausstrong. Dafür muss ich mir auch nicht verkleiden. Ich habe einige Verkleidungen. Und ich muss nicht mal Geld investieren, Stongs. Er geht als Clown und muss ihn nicht verkleiden. Ja! Was soll ich essen? Kaviar. Wenn du keine Vorschläge machst, komme ich mit so einem Vorschlag. Hammer. Aha.
da fehlt ja voll viel. Da fehlt ja voll viel Schwung. Ach, Mann. Es ist viel zu alt aussehen, der Typ mit einem Perry das Schnabeltier-Kostüm in die Schule zu gehen mit Spaß. Hä? Ultra gut. Rein da. New Kid auch. Wunderbar. Oh no! Insta. Finde, okay, ich weiß Bescheid. Finde, ich weiß Bescheid. So, Dapolatrix, Dankeschön für 2,15 Euro umgerechnet. Immer noch crazy, dass Swiss Money inzwischen mehr wert ist als der Euro. Das kam ja wirklich irgendwann in Corona. Okay, let's go. Das war der letzte Sprung, yes. So ein großer Feuerball, Junge. Das war der letzte Sprung. Und er ging böse in die Hose. Yeah. Oh, wow, wow. Ich schreibe eine Arbeit, mein Freund, wollen Sie jetzt spickt. Voll gut. Mega gut. Ja, es gibt voll die kreativen Kostüme teilweise. Zack. Zack. Eminem ehrgeil, Mann. Oder Hermé. Eminem ist beste Leben. Eminem ist definitiv beste Leben. Und Dapolatrix, Dankeschön für 5 Swiss Money, ne? Vielen lieben Dank für den fetten Support an der Stelle. Dankeschön. Brrr. Dankeschön. Finde, es freut mich, dass dir das Projekt gefällt. Projekt wird Baba. Projekt wird definitiv Baba. Denke ich mal. Hoffe ich mal. I hope so. Boing, boing, boing. Henry, hi. Ist wie viel die Level? Ich habe keine Ahnung. 6. oder so? Okay. Okay, 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 okay. Ich habe aktuell echt eine Streamkrankheit. Jedes Mal, wenn ich streame, ist meine Nase voll. Aber wirklich nur im Streams, wenn ich so ein paar Stunden gestreamt habe. Yes. Geil. Ah, nee, das wollte ich drücken. Tschüss! Vendetta, definitiv YouTube. Twitch zieht einiges ab. Jawoll! Danke für die GGs. Mulminsider? Wer ist denn das, wen ich da grüßen soll? Hast du ich habe die Nase voll vom Stream, Felix, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Diese Musik kommt vom da. Oh, Ina hat's erkannt. Geil. Viele fragen immer, wow, was ist das für eine Fußballmusik? Dino Grader, GG, dankeschön. Würdest du ein Feature zwischen Eminem und F... Ja, safe. Hundertprozentig. Das wäre ein krasses Feature. Das wäre ein ultra krasses Feature zwischen den beiden. Ich glaube nicht, dass das irgendwann zustande kommt, aber ne, sag niemals nie. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Oder so. Wie alt warst du eigentlich, als du mit YouTube angefangen hast? Ich war da 14. Damals als Jungspund. Ist mein Opa, bitte grüß ihn. Guck mal, das Ding ist halt, alles, was irgendwie mit Mulm zu tun hat, da weiß ich, dass der Humor, dass man da aufpassen muss, was man mitmacht. Freunde. Ich bin informiert. So. F? Machst du mit Sefi Runde Soulink? Oh, Freunde. Schaut mal unbedingt auf der Umlautmann vorbei. Oder auf dem Kanal von Sefi. Eins von beiden. Baumeister konnte nicht gefunden werden. Q. Ach, Q1. Okay. BSQ. Was heißt Mulm überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß nur, also es gibt halt so Max Herzberg, so heißt er. Und ich sag's mal so, er macht sehr spezielle Videos und aus dieser Ecke kommt das. Donkey Kong ist auch super. Donkey Kong ist auch super. Definitiv. Beste Leben, ne? So, Yui Laurin Däh. Flucht vor Bowser. Dann werden wir mal vor Bowser flüchten. Pete, knapp 10 Jahre ist es her. Los geht's. Am besten auf beiden Kanälen, ne? Wie gesagt, bei Sefi ist ein bisschen geschnitten und bei mir ist es komplett uncut.
finde, weil der Hack ist noch nicht draußen. Du meinst quasi, dass der Hack weitergeht, ne? Aber nach der zweiten Welt ist es erstmal, ach du heilige Makrele, vorbei gewesen. Das war stupid. Okay. Bald finden sie das Geheimnis zwischen uns. Was für ein Geheimnis. Das Part 2 auch schon online ist. Slice ihn, wie fern. Yeah! King Adam, dankeschön für dein Abo. Besten Dank, Maestro. Bitte attackieren Sie mich nicht. Oh! Ich bin cringe. Geil. Was denn Scheiß? Du steckst mir deinen Money in den Rachen? Der Song wird von Mal zu Mal. Ah, besser, so nein, ich hätte darüber springen müssen. Du springst auf Hater und zerfetzt sie in Stücke. Staponatrix, dankeschön für 5,38 €. Vielen Dank. Tick, Trick und Track sind noch voll auf Sack. So, hier an NF. Ja. 5,38 €. Aber Slicey ist beides jeweils derselbe Part. Bei Sefi ist nur Anker, also ist geschnitten und bei mir ankert. Das ist so der Unterschied. Okay, es ist exakt derselbe Part. Exakt derselbe. Okay, whoopala, ich hätte den Pilz mitnehmen müssen. Auf der Flucht vor Bowser, wo auch immer Bowser ist. Ah, Mann, ich wollte gerade sagen, wo sind diese Bodendinger? Finde eben, genau so. Kannst du wie Donald Duck sprechen? Nee, nur wie Mickey Mouse. Donald kann ich leider nicht. Noch nicht. Aber Respekt an alle, die es können. Ich stand auf dem Schlauch. Wie Feuerwehrmänner und Frauen im Einsatz. Okay, dann musste sich das nochmal... ja, Slicey, hoffentlich, ne? Wenn es passt. Definitiv. Kann ich empfehlen. Hat meinen Namen geändert. Alex, alles klar. Alex, du bist der Levelerbauer von dem Troll-Level, was ich vorhin geskippt habe, oder? Slicey, das wäre natürlich der maximale Support. Oh oh. Einfach rüber. Einfach rüber. Ja. Kannst du mir sagen, wie es nach dem Stachelhelm weitergeht? Damit ich das Level beenden kann. Oh, bro, 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 bro. Wozu? Habe ich das Item jetzt? Nein, oh Mann! Ich kann nicht mit so viel Energie umgehen! Kannst du wie Patrick sprechen? Patrick kann ich halt nur ein bisschen, ne? Moment. Hallo, SpongeBob. Mein Name ist Patrick. Patrick Star. Ja, es geht. Es geht. Ein bisschen. Ein bisschen kann man ihn raushören. Hallo, SpongeBob. Digga, hör lieber auf. Warum? Warum, Meister? So, machst mir einen Krabbenburger? Alles, was du willst. Okay. Würdest du Luigi's Mansion 3 empfehlen? Ich hab's noch nicht durchgespielt, aber das, was ich gespielt habe, war geil. Also ja. Fängst du als Synchronsprecher an? Ja, das will ich ja hoffen, ne? Let's go in die Synchronsprecherkarriere. Ist Mayo... Boah, das ist, glaube ich, too much. Ist Mayonnaise auch ein Instrument, SpongeBob? Okay, wir springen einfach oben entlang. Bowser hat hier unten irgendwo gechillt. Ah! Rein da! Odyssey oder 3D World? Boah, beides Legenden-Games, aber ich würde doch sagen 3D World. Mit 3D World verbinde ich echt viel. Danke für die GGs, Friendos. Gutes Level, entspanntes Level. Dankeschön, Slicey. Ja, so Kermit und Mickey Mouse sind besser, finde ich. Stark wie Kollege. War ernst gemeint? Ja, safe. Felix! Uns den besten Stoff, 8 € und für ein paar Taschentücher. Meister, besten Dank. Alles klar, Alex, danke dir, ne? Nicht mehr voll hast. Da werde ich mir auf jeden Fall ein paar Taschentücher generisieren. Felix, besten Dank für 8,88 €, Meister. Dankeschön. Mach mal, Bugs Bunny geht nicht. Red mal Kermit.
Meine Meisterleistung, Moment. Krieg ich dir. Ah, okay. Warte mal. Hallo, meine. Nee. Wie? Hallo. Ich muss erstmal die Stimme hinbekommen. Warte, Kermit? Hallo, ich bin's, Kermit der Frosch. Ja, Freunde, ihr hört richtig. Ich bin's, Kermit der Frosch. Boah, heute ist nicht gut. Ich hab die Tonlage verlernt, glaube ich. Ich hab gerade nicht dasselbe Gefühl wie sonst im Hals. Matthias, danke für dein Abo. So. Q1. R. Letzte Nachricht. Rauchst du? Nein. Das ist eine Geldverschwendung. Willkommen, wo ist der Sound? Der Sound kommt hier nun wieder mal, ne? That's what she said. Okay, Q1R. B. S. Q. Ach, Digga, ich geb zweimal denselben Code, eigentlich voll Idiot. So, warst du oder hast du vor in den Universal Studios? Hundertprozentig, Jodokus. Eines Tages, wenn sich's ergibt, ja. Aber dadurch, dass Japan echt weit weg ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Spielst du Horrorspiele? Safe. Geiler Typ. Guck mal auf Twitch vorbei. Wir haben erst gestern ein Horrorspiel gespielt. Das hieß Night Security? Nee, wie hieß denn das? Kannst du mal einen Stream machen, indem du Helium nimmst zum Reden? Also, guck mal, ich will ja nicht den Spielverderber spielen, aber ich muss ja eine Vorbildsfunktion erfüllen. Passt auf, bei Helium einatmen, das kann gefährlich werden. Wollte ich nur mal so sagen. Sollte man nicht unbedingt machen, auch wenn es sehr lustig klingt. Ich hab's auch schon getan, ja, aber muss ich sein. Davids größter Albtraum! Okay. Bin doch absolut lost, hab gerade noch mal am Ende von Boo Super Mario Bros. U vorbeigeschaut und sag sogar, dass es vorbei ist. Alles easy, kein Act. Früher war der Sinn des Kanals, die Verbindung aus Horror und Hin zu schaffen. Man nennt dies auch die Tomageddon-Mentalität. Yudukus, ich habe im Amiland habe ich gehört, dass es da hinkommen soll. Vorbildsfunktion mit Elektroschocker? Naja, Zombie-Mecha, es ist ein kleiner Piekser. Also, wenn du jetzt einen richtigen Taser hast, womit du Menschen ausnockst, ja, das ist stupid, aber ein kleiner Piekser, easy. Okay, Rainer von Noah. Einen kleinen Piekser kann man mitnehmen. Wann kommt das neue Vierklicker-Projekt im Februar? Lukas ist halt in Streams, also kein Videoprojekt. Hast du eigentlich einen Lieblings-FNAF-Teil? Ja. 4 und 2. Noch einer? Mhm. Noch einer? Mhm. Wir hatten ja nicht genügend Troll-Level heute. Okay. Lustig. Ja, es ist... Wow. Okay. Nein. Verkackt. Das wird ein Troll sein, ne? Bei einer Ray, wie war das mit Wänden? Ja, Benny, was soll ich sagen? Man sollte aufpassen, ne? Man sollte aufpassen. Sie haben guten Geschmack bei FNAF. Dankeschön. Dann gibt's ja Mühe, ne? Aber die Teile gefallen mir halt so am besten. Okay, sind das nicht dieselben bis auf Security Breach? Bro! OMG. Also, ich sag's, wie es ist, Freunde. Security Breach war der Absturz von FNAF. So der komplette. Geil. We made it. Okay, nach oben oder Tür? Ich glaube nach oben. Das sieht deutlich smarter aus. Vielleicht hier sogar? Nope. Also durch die Röhre. Es geht nicht durch die Röhre. Okay. Dann holen wir uns den Kill ab. Hat Eddie und irgendwann kam der Name Eddie Fazbear auf und jetzt wird er Daddy Fazbear. Ist auch ein guter Name. Okay, links oder unten? Durch die Tür? Okay. Es wäre nach unten gegangen. Let's go. Oh, Gabi, hallihallo. Ich mag Security Breach nur so ein bisschen. Ja, Security Breach war irgendwie...
Es hat nicht mal die FNAF-Mentalität gehabt, meiner Meinung nach. Kann man das Video noch gucken? Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Guter Trollmeister! Da wurden wir hops genommen. Welchen Wochentag findest du am schlimmsten und welchen am coolsten? Ich finde am schlimmsten... Nee, ich hätte auf den Pilz warten müssen. Okay. Ich finde eigentlich keinen Wochentag am schlimmsten. Das Ding ist halt, falsches Mindset, ne? Du brauchst das Alpha-Mindset. Nein, Spaß beiseite. Aber guck mal, zum Beispiel, viele hassen ja den Montag, aber der Montag ist halt ein Tag wie jeder andere. Und man sollte jedem Tag die Chance geben, der beste Tag zu werden, ne? Also ich hasse keinen Tag, aber am geilsten finde ich Freitag. Ich mag den Freitag sehr gerne. Es war so klar, es war so klar. Oh mein Gott, ich kenne den Troll sogar. Ich habe den schon mal gespielt. Der Mario Maker-Montag, ne? Brudi, Alex! Lamborghini! Dankeschön! Vielen Dank für die frische Membership! Dankeschön! Der Mario Maker-Montag, bester Tag. Ich hasse Mittwoch, da ist Latein und Deutsch. Okay, das ist eine Todeskombi, ja? Kann ich nachvollziehen? Heute ist ein guter Tag, Spezi-Mix, genau so. Okay, einmal von oben runter. Right, wo kommen wir raus? Du hast einen Troll durchgespielt zu 100%. Kann man so... Ja, okay, der Troll war sehr offensichtlich. Rein geht's in die Röhre. Dass sie macht, was ich sag, ist, was ich an euch oder ihr mag, ne? Ha! Reelt! Bartugan, hi, hi! Noah. Thanks. Warum? Und jetzt... Ich mag alle Tage aus, als es französisch Unterricht. Naja, ça va bien. Ah! Oh. Rild. Einmal rüber. Rein. Oh nein! Da wurde ich ja geprankt! Oh nein! Noah, du hast mich geprankt! Aber ganz unangenehm hast du mich geprankt. Dann werden wir mal dagegen laufen. Weniger Plastik ist mehr. 2014 habe ich angefangen. Okay, aber dafür machen wir jetzt das Level ready. Ready to play. Oh nein, scheiße. Oh nein, oh Mann. Das war stupid. Das war wirklich dumm. Hätte es rechts gehen müssen. Yes. Na, hätte Fahrradkette. Dann machen wir das eben nochmal. Kleines Noah-Level. Ist es ab jetzt der kleine Noah? Bro, warum hat er sich nicht geduckt? Ich mag Sonntage nicht. Als ich früher in einer Wohngruppe gewohnt habe, war das immer der Tag nach dem Elternwochenende. Hat mich immer einsam gefühlt. Okay. Aber Slice, ich würde dir wünschen, dass sich das in der Zukunft ändert. Und ich bin mir sehr sicher, das wird sich in der Zukunft ändern. Wenn irgendwie eine coole Routine sonntags reinkommt, dann ist es definitiv was anderes. Der Geist hat ein Sigma-Mindset. Alle sagen das. Geil. Alright. Schlüssel mitnehmen. Durch da. Tee entwickelt. Tee entwickelt sich, ja? I just died in your arms tonight. Ja. Genau. Geil. Weißt du, wie alt, Rudi! Lamborghini! Ich glaube, 32 tatsächlich. Und Sam! Danke für den zweiten Monat. Dankeschön. Okay, einmal rechts durch. Da ist das Ding! Geile Meile. Sam, vielen Dank für den zweiten Monat, ne? Ich singe ein Liedlein für dich. So ein Nette bin ich. Julia, dankeschön. Sehr freundlich von dir. So, was denkst du, wie alt sind denn die Zuschauer? Wir haben heute drüber geredet und ich habe die Statistiken gezeigt. GG, GG. Freunde, Dankeschön für die GGs. Magst du Fußball? Früher ja, aber inzwischen nicht mehr tatsächlich. Inzwischen nicht mehr. Aber, Freunde, ich glaube, wir haben eine gute Streamlänge erreicht und wir haben gute Level gehabt. Wenn man jetzt
das noch weiter in die Länge hinauszögern würde, würdest du nur noch Level bekommen, die einen komplett rasieren. Deswegen ist es leider ein so Freunde-Moment, würde ich sagen. Bingo, bango, zack, zack. Und es tut mir noch leid. Es tut mir noch... Ja, ich weiß, es ist immer schmerzhaft. Wohl gerade in den Lurk. Ja, guck mal. Ich weiß, es ist immer schmerzhaft. Es tut mir auch immer weh. Aber, ich habe noch ein bisschen unter Arm was vor, bezüglich Video-Production. Und ich glaube, wir haben einige gute Level heute Abend geschafft, ne? Es war ja nicht das letzte Mal, eben. Wir sehen uns ja jeden Montag. Jeden Montag spiele ich eure Level. Und deswegen, seid gerne nächste Woche Montag wieder dabei. Oder Mittwoch im nächsten Stream. Das würde mich freuen. Aufhören, wenn es am schönsten ist, ist ein sehr, sehr guter Spruch tatsächlich. Gerade ist eingesendet. No! Dann nächste Woche. Dann nächste Woche. Danke dir wieder für einen schönen Stream, Nintin. Ich danke dir fürs Dabeisein, ne? Von daher, Freunde, ich danke euch vielmals für diesen schönen Abend. Es war mir wie immer eine große Ehre, für euch streamen zu dürfen. Es macht mir immer viel Spaß. Und ich freue mich schon auf den nächsten Stream, der Mittwoch ansteht. Wie gesagt, ich danke euch vielmals, dass mein Hobby inzwischen mein Beruf ist, dass ich für euch streamen darf und ihr euch diesen Bums hier reinzieht vor allem, ne? Danke für alles. Es ist ein Dream, in dem ich mich aktuell befinde und es ist ein sehr schöner Traum. Vielen Dank. Von daher, Freunde, wir sehen uns Mittwoch und ich wünsche euch einen richtig geilen Dienstag morgen. Hauen Sie rein, Thomas, bye bye, Probierer, Tabea, Kinderriegel, Julia, Nakashi, Sarah, Katie, Thomas, Benny, Yudugus, Martin, Ich bin Brot, Leonie, Asta, Mr. Kangaroo und natürlich an alle anderen, die dabei gewesen sind. Danke für den fetten Support. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Bye bye. Yeah. Es ist die Umlaut-Gang. Willkommen im Stream, jetzt geht's ab wie eine Lawine. David mit Umlaut am Start wie eine Startlinie. Live auf YouTube, ich schau einfach nur zu. Circa 3 Stunden lang wird gezockt, so wie Dartspiele. David Beck wie Rücken auf Englisch. Was der Typ macht, ist schon fast nicht mehr menschlich. Der Rickler leckt an seiner Ruxwurst und gönnt sich die Ruxwurst, als wäre sie ein knackiges Sandwich. Hier kommt der King wie Mufasa und Simba. Rickler, cooler als wie Wasser im Winter. Sitzt nachts im Zimmer, spielt Cuphead wie ein Blinder und rickelt die ganzen Sim-Queens krass um den Finger. Es ist der einzig wahre Abas aus der Rotze-Gruppe. Kann zwar nicht rappen oder singen, doch macht trotzdem Mucke. Oh, aua, David ist sauer. Junge, du baust Glumanda, nicht die chinesische Mauer. Drillt für YouTube wie Dom Tento auf Speed, trägt den Anzug im Stream für den Flex aus Prinzip. Heute ist ein guter Tag, David geht live, spielt die Copyright-Musik, es gibt trotzdem kein Strike. Unfassbar nice, Junge, noch ein Vergleich und ich geb dir den Like, wie ein Typ, der was liked. Sag mal, spürt ihr den Hype, SSD zu dem Umlaut und die Abonnenten wachsen weiter wie Unkraut. Ach, wir übernehmen das ganze Land, Rickler, legt euch lieber nicht mit uns an, Rickler. Werfen alle aus unserer Bahn, Rickler. Dafür stehen wir mit unserem Namen, Rickler. Du Versager hast keinen Umlaut im Namen. Dann musst du der Umlautgänger sofort Schutzgeld bezahlen. Wir sind im Start und es geht rund wie in einem Kreisverkehr. Das Wettet macht es süchtig wie der Stoff von Heisenberg. Technik LB mal wieder lost, so wie Fundsachen. Wenn die Technik nicht läuft und die Geräte nur rumspacken, kann der David keine Kunst machen und ist deswegen schon geladen wie Schusswaffen. Jetzt wird's wild wie in der gottverdammten Wildnis. Alles wird gut, solange du real bist. Wenn andere denken, dass wir leicht haben, die sich getäuscht, denn du musst auch real sein, wenn der Stream nicht mehr läuft. Ja, gosh. Ciao.